Rudi Lamborghini. Hallo. Rudi Lamborghini. Bruder, wann geht's denn nun endlich los? Ich warte schon ganze 5 Minuten, in denen ich hätte Bitcoin traden können. Aber nee, Bro, ich hocke hier und höre mir blöde Nintendo-Musik im Stream an. Und guck mir so ein dämliches Bild an mit so einem gezeichneten Typen vorne im Anzug und einem Wriggler. Und einem Joint-rauchenden Baby-Yoda. Das heißt Grogu. Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Aller erstmal MC Lord, vielen Dank für die frische Memberschaft vorm Stream. Und Marc, vielen Dank auch an dich für die frische Memberino. Von daher, Freunde der Sonne, ich grüße euch. Schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Stream. Einen guten Abend an Marc, Collinsan, Ramil, Vanessa, Arkif, Melli, der Harald, Josephine, Tanja, Lukas, MC Lord, Zerzes, Zuma. Dicker, bin 6 Jahre gealtert beim Warten. Bist du DB oder was, Dicker? Maiko, Kaiko, Diego, Otterbahn, Julie, der Nightbot natürlich nicht zu vergessen. Bäume, Leon, Darko, Ohachi, Kashima, Seba, Sebi, Alex, Friki, Isabel. Seit wann schreibst du ihm im, seit wann schreibst du im Chat? Schon lange. Geblendet von der Schönheit dieses Menschen. Und Ava Max ist auch okay.
Dankeschön. Tessa, ich grüße dich selber noch. Viel Spaß auf der Arbeit, by the way. Ich hoffe, es läuft gut. Extra Among Us heruntergeladen. Let's go. Aber dazu kommen wir gleich, ne? Denn irgendwer meinte so, boah, jetzt wieder erstmal halbe Stunde Just Chatting. Und da hatte derjenige recht. Denn Freunde, das ist der wichtigste Teil im Stream. Der wichtigste Teil. Kann man nicht anders sagen, ne? So, Anna Bauser, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, du süße Maus. Ein Elfmeter, moin moin. Maxi, ich grüße dich doch. Friedrich, Schü, Shani, moin. Alles klar bei euch allen. Auf jeden Fall. Dako, ich hoffe, bei dir ist auch alles fit im Schritt. Und woanders auch. Bella, wie war mein Tag? Ich würde sagen, ganz gut. Hab heute extrem lange ein Video aufgenommen, was morgen kommt. Werdet ihr dann sehen. Ja, genau. Das war mein Tag. Und ein Zweikanal. Jetzt bin ich hier. Und später geht's ins Gym. Ich bin der Sohn von meiner Mom, deswegen bin ich von meiner Mutter auf dem Account. Kein Problem. Ist ja absolut kein Act. Meinetwegen Scheiß auf Amogus und permanent Just Chatting. Boah, ich glaube, da würden einige am Rad drehen. So wie, wie heißt denn das? Weben? Wenn man, es gibt doch dieses Webrad. Wisst ihr, was ich meine? Wo die Leute so dran sitzen, so früher und was am Weben waren? Kann man das dazu sagen? Chris, ich grüße dich. Wie heißt denn das? Kannst du mal Switch Sports gegen Didi spielen? Sofort. Hä? Das ist ja voll cool. Webstuhl, genau. Am Rad drehen wie auf dem Webstuhl. Wie, nee, nee, kein Hamster, nee, nee. Wo man so Spinnrad. Ja, genau, Spinnrad, Spindel, sowas meine ich. Ja, ja, genau, genau. Genau. Ich hoffe, dir geht's gut. Könntest du einmal für mich Reels sagen? Reels. Ich finde es auch immer wieder schön. Es gibt immer wieder Leute auf Instagram, die mir schreiben: Yo, David, kannst du mir eine Sprachnotiz senden, wo du Reels sagst? Immer wieder schön. Psychose, wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Alle mal so ein Stream mit nur Beichten und Just Chatting. Weisheiten mit David. Das hatten wir mal. Eigentlich müssten wir das schon wieder, also irgendwann nochmal machen. So auf Twitch kann man das, glaube ich, sehr gut umsetzen. So, muss ich auch mal machen in deinen DMs. Read. Hast du vor, selber noch. Nein, nein, nein. Das tue ich wieder, wenn ich das nächste Mal noch Coin raussuche, Meister. Seufzt. Ich habe meine Kalorien einfach nicht im Griff. 1000 bin ich im Überschuss. Das Ganze ist einfach so lecker. Kann einfach nicht die Finger von süßen lassen. Bin deshalb wohl immer hier. Ich glaube, da wird es Zeit für David Sugarfree. Genauso wie der Red Bull Sugarfree Frühlingsedition. Wo alle sagen, dass es wie Po schmeckt. Aber mir gefällt der Po-Geschmack. Real. Schön. Fuchs, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Vorne war euer Tag. Adina, ich grüße dich. Anti, guten Abend. OnlyFans-Account mit Content, wo David Real sagt. Meinst du, das wird gut funktionieren? Ich hab den nie probiert. Ich kann ihn empfehlen. Ist aber wie Medizin, sagen viele. Ich stehe auf so einen Geschmack. Ich stehe auf Medizin. Ich mag das gerne, obwohl ich es nie nehme. Ich habe nichts gesehen, habe mich wohl in deinen DMs verirrt. Wie? Inwiefern? Ach, David, ich habe vom Riggler erfahren, dass du heute Abend... Ja, mal gucken, ob wir zweimal Imposter werden. So, ist der Bruderherz von Hübi noch gebrochen? Safe, er sagt, ich wäre nicht spontan. Der Hund. Ey, oder David, ich zocke auf der Switch und kann bloß Quickchat nutzen. Kannst du bitte nur Quickchat anmachen? Das machen wir. Da fragen mich immer super viele Leute, David, kannst du nur Quickchat anmachen? Alter, wenn ich dich sehe, ist es ungefähr so, als würde ich eine lila Abendsonne anschauen. Alter, wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Stiggy, ich grüße dich. Finde den auch gar nicht so schlimm, also ist jetzt nicht meins, aber gibt Schlechteres. Ja, eben. Also, was ich gar nicht mochte, war Kokosnuss. Kokosnuss Red Bull war so, boah. Yeah! Geschmackssache. Michael, Martin und Stefanie, Rogge, danke für eure Followers und Henno. Yeah! Dankeschön! Ey, vielen Dank fürs Upgrade auf die Plus-Plus-Memberschaft, Bayestro. Super lieb von dir. Dankeschön für den Support. Dankeschön! Ey, ich hatte heute ein sehr, sehr, ich will nicht sagen beunruhigendes Telefonat, aber ein Telefonat, wo ich mir so denke, brr, wirklich? Kokosnuss war der Weiße, genau. Den mochte ich nicht so gerne tatsächlich. Der war in Ordnung, aber ja, gab Besseres. Und zwar informiere ich mich aktuell bezüglich meiner Autoversicherung. Und da habe ich heute bei meiner Autoversicherung angerufen, weil ich nach der Schadensfreiheitsklasse nachfragen wollte. Für alle, die nichts mit Autos am Hut haben, ich erkläre es kurz. Die Schadensfreiheitsklasse, so nennt die sich, entscheidet darüber, wie teuer deine Versicherung ist. Die sagt quasi, so und so viele Jahre bist du unfallfrei gefahren. Und ich fahre ja seit 2018 Auto, also müsste ich auf der Stufe 6 sein oder so. Und je höher die Stufe, desto weniger zahlst du quasi. Da habe ich heute bei meiner jetzigen Versicherung angerufen. Und die meinen so, yo, ich bin Schadensfreiheitsklasse 1.
dachte ich so, what the fuck, ich habe noch nie einen Unfall gebaut, warum bin ich auf der 1? Dann meinte ein Kollege zu mir, ruf mal bei dem alten Versicherer an. Dann habe ich beim alten angerufen, wo ich vor 2 Jahren war. Da hieß es, yo, vor 2 Jahren war ich auf der Stufe 4. Da müsste ich ja jetzt auf der Stufe 6 sein und deutlich weniger zahlen. Und da will ich halt morgen mal anrufen. Das bedeutet, ich habe jetzt 2 Jahre viel zu viel für die Autoversicherung bezahlt. Also das war... Das ist Real Talk blöd. Wirklich. Also man kann die prinzipiell, also keine Ahnung, eigentlich kann man jetzt irgendwie die Differenz einklagen, glaube ich, oder irgendwas machen. Das hat mich heute glatt vom Hocker gehauen. Du bist halt immer die 1. Aki, zum Beispiel, ne? Zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, in andere Sachen für YouTube oder sowas. Also, wie gesagt, keine Ahnung, ich habe da heute angerufen und ja, ist halt echt lächerlich, also... Keine Ahnung. Imagine, ihr habt jetzt, keine Ahnung, ihr habt Nintendo, damit ihr es versteht, ne, mein Vergleich, ihr habt Nintendo Online, ne? Da zahlt ihr pro Jahr 20 Euro und ihr zahlt für 2 Jahre 50 Euro, obwohl ihr nur 20 Euro zahlen müsstet. Er würde mir schon stinken, ne? Und das ist aktuell bei mir auch so. Nur nicht pro Jahr, sondern monatlich halt so gefühlt, ne? Nuri, ich grüße dich erstmal. So, wie lange wirst du streamen? Je nachdem, wie lange wir Bock haben. Das ist ein simples Prinzip, würde ich sagen. Madeline, ich grüße dich, mein Moin. So, ja, Archive safe, aber das ist mit viel Aufwand verbunden. Genau. Immer wenn Just Chatting vorbei ist, geht in mir die Sonne auf. Guck mal, dafür würde ich eigentlich schon. Warte mal. Nutzer vorübergehend blockieren? Guck mal, 10 Sekunden. Denk 10 Sekunden darüber nach, Collinson, was du gerade geschrieben hast. Du musst umgekehrt schreiben, Meister. Denk 10 Sekunden drüber nach. Hä? So. Florian, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Kannst du mal wieder morgen mit Hübi und Vic zocken? Das bestimmt irgendwann. Ne? Genauso wie Hide and Seek oder ganz andere Projekte noch. Oder Vielklicker. Bestimmt kommt das irgendwann nochmal. Das war ehrenlos. Wer Just Chatting nicht ehrt, hat ein Problem. Just Chatting mit David is so beautiful. Guck mal, das, was Bam Bam QVQ schreibt, ne? Ehre. So, Nachricht anpinnen auf ganz süßer Basis. So, Kuss. Entschuldigen Sie sich, Meister. Collinson, genau so. Die 10 Sekunden haben geholfen. War nur ein Joke, ne? Also nimm's dich zu ernst. Es gibt ja immer Leute, die sowas zu ernst nehmen, ne? Nur auf Joke-Basis, deswegen auch nur die 10 Sekunden. Just Chatting ist unser täglich Brot. Würde ich auch so sagen, ne? Wer Chatting nicht ehrt, ist es Streams nicht wert. Kati, genau so, ne? Ich grüße dich, moin moin. Darfst du ohne Hübi überhaupt Among Us spielen? Ich weiß nicht, ob er mir das erlaubt. Kann auch sein, dass ich zu unspontan bin dafür. So. Das Hasenkind, das über den Streifen eingebaut wurde, hat sich selbst als Regenbogen bezeichnet. Ich verstehe. Rocco, ich grüße dich, Meister. Vielen Dank für die ganzen weisen Sätze. Das Cheating ist doch gar nicht so verkehrt. Cheating sowieso. Es gibt den einen oder anderen Streamer, den ich allein wegen seiner Stimme zum Einschlafen einschalte. Ui, so auf ASMR-Basis kann man sagen, ne? Julia, ich grüße dich. Moin, moin, moin. Und Florian, vielen Dank für den Neuromaestro. So. Woher kommt das wieder mit unspontan? Ja, Phil, gestern hat Hübi einen rausgehauen. Da habe ich ihn direkt im Stream angerufen. Da muss ich erstmal ein Schlückchen von meiner Medizin trinken. Er meinte zu mir, dass ich unspontan wäre. Jeder YouTuber, der YouTube betreibt, so wie Hübi oder ich, so voll dafür fließt, wir sind halt unspontan. Wir können nicht spontane sein. Und erst er sagt, dass ich unspontan bin. Kann man das irgendwo sehen? Ja, Phil, in der VOD gestern. Muss sie reinziehen, ich habe ihn angerufen, den Hund. Sofort, als ich das gehört habe. Es kamen direkt einige im Chat rüber und haben gesagt, yo, Hübi redet mies über dich. Meinte ich so, yo, was ist los? Er meinte, du bist unspontan. Ich bin noch nicht spontan, ja. Aber wenn das Phil oder so sagt, okay. Wenn das Luca sagt, also der Phil-Italiener, okay. Aber wenn das Hübi sagt, der ist übertrieben. Oh, schön. Einfach schön. So, mach mal Hide and Seek. Ich will wirklich mal Hide and Seek im Real Life machen. Wirklich. Ich habe Among Us sehr oft gespielt, aber hat irgendjemand Hutsasa im Spiel gesehen? Das ist Hutsasa. Leute, macht keinen Stress eben. Ne, das, was Vanessa schreibt, Freunde. Genießt Just Chatting auch süß. So, ey David, Edelgon Screen, grüße ich erstmal. Und ey Lili, was macht das Leben? Moin. Kannst du mir sagen, wie man Multiplayer Mario Odyssey zocken kann?
YouTube. YouTube suchen. Das ist YouTube. Auf YouTube gibt's wirklich alles. Also, Real Talk, Freunde. Ich werde ja immer gefragt, David, was würdest du einem jungen Menschen raten? Und jetzt kommt der Real Talk. Erstmal Rocco! Dankeschön! Ehren ist menschlich. Genau so. Rocco, vielen Dank für die 10 Euro, Maestro. Vielen Dank für den Support, ne? Liebe geht raus. Kuss, kuss. Dankeschön! Und zwar, was ich jedem Menschen rate, ihr guckt ja gerade von einem internetfähigen Gerät zu. Sei es Handy, Fernseher, ein Toaster, ein Kühlschrank. Würde ich gar nicht unwahrscheinlich halten, dass irgendwer eines Tages über einen Kühlschrank zusieht. Aber jeder von euch, würde ich sagen, 99% hat dieses Ding. Ein Handy. Und du hast darauf Internet, YouTube, Google, alles. Und alles, was ich zum Beispiel mit YouTube mache, habe ich alles übers Internet gelesen. Gegoogelt, so, yo, wie streamt man? Streamdesign. Wie mache ich das und das? Wie installiere ich Mods? Alles. Alles YouTube, alles. Es gibt wirklich alles. Es gibt mindestens einen Inder, der hat zu jedem Thema ein Tutorial gemacht. Mit Windows XP und immer diesen, warte mal, ich zeige euch mal, was für ein Mikrofon er benutzt, der Inder. Moment, Sabine, ich grüße dich. Kann ich schnell mein Mikro umstellen? Na klar kann ich das. So. Guck mal, es gibt immer einen Inder. Okay. So, warte mal. Jetzt müsste meine Soundqualität richtig kacke klingen. Guck mal. So wie ich jetzt rede, ne? So, ihr findet einen Inder mit diesem Mikrofon und dann sagt er, have a good day. Today I show you something on my Windows XP and I wish you a lot of fun for this tutorial. Today I show you how to install Mario Odyssey Hide and Seek for Windows C7, 7, 8 and 10. Maybe 11. Here is the tutorial. So, Moment. Okay, wir stellen wieder um. So, wieder normal. Und auch mit der Musik im Hintergrund gibt's das immer, ja. Und diesen einen müsst ihr finden. It's 100% without Virus. Mit diesen günstigen Headsets und immer dieses Reingepuste währenddessen. Ja. Bin gerade in meinem Zimmer mit einem Dachfenster und es regnet gerade. Oh, das ist richtig schön. Dachfenster ist immer richtig schön. Moment, es hat geklingelt. Ich mach die kurze Tür auf. So. Bangerang von Skrillex im 100% darf nicht vergessen werden. Oh ja! Ja! Das läuft also wirklich auch immer diese Dubstep-Mucke im Hintergrund oder so. Der Akzent hat mir gefehlt, aber sonst top Nachahmung. Ich habe probiert, den Akzent nachzumachen, aber ich kann das nicht so gut. Ich habe mir Mühe gegeben oder so, kann man so sagen. So, das Ding ist, du musst nicht extra schlecht sprechen, die können besser Englisch als du. No offense. Spaß. So, den Witz habe ich mindestens 100 Mal schon mal im Stream gebracht, aber heute auch wieder. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir spielen Roblox. Guck mal, ist das nicht sogar ein Roblox-Gesicht hier? Guck mal, das ist Roblox, oder? Das da. Ist das nicht ein Roblox-Gesicht? Ich meine schon, oder? Rocco, dankeschön! Vielen Dank! Kann man später auch mit Handy mitspielen? Du kannst auch von, ja, okay, ist Roblox-Gesicht. Du kannst auch vom Toaster mitspielen, wenn der Among Us draufläuft. Ja, Julia, das ist aber jetzt ein bisschen too much hier. Kripos AB Gef Sternchen CKT 10 Euro. Ehren ist menschlich. So, schon letztes Jahr beim Stream habe ich mich beschwert, dass das Chatting so lange dauert. Da hast du mir die Ausgangstür gezeigt. Ja, aber guck mal, und du fandest es lustig. Das bedeutet ja, wenn du etwas lustig fandest, dass du in dem Moment unterhalten worden bist. So, das wollte ich sagen. Mein Gott, Deutsch, schwere Sprache. Manu, ich grüße dich, moin moin. So, Vanessa. So. Freunde, jetzt bitte. Es reicht mir jetzt langsam. Diese Woche war viel zu eskalativ. Jetzt hören Sie bitte auf. Jetzt muss ich passiv-aggressiv den Baseballschläger
im Hintergrund hinstellen. Vanessa! Dankeschön für 5 Gifte Mitgliedschaften. An aus Karlbert, Luis, Leon, Florian und Krogisam. Ey, dankeschön für den fetten Support. Aber wie gesagt, ich hoffe, es passt. Ich wollte jetzt nur mal den Basie zeigen. Ich wollte ihn einfach mal so, ne? Also, ohne bösen Hintergedanken habe ich ihn gerade gezeigt, ne? Ohne bösen Hintergedanken. So. Moment, der muss im Stream zu sehen sein. Einfach so. Der ist einfach so da. Einfach so kann man den sehen. Ja, nee, der steht gerade blöd. Nintendo World, ich grüße dich. Hau rein. Ich gehe, mache ein Meme, komme wieder und sehe einen Oberkörper mit Schläger in der Hand. Ist doch schön, oder? Da weiß man direkt, wo man hier ist. So, dann schlägst du damit. Eines Tages. Irgendwo hin, an die Wand oder sowas. I don't know. Mach mal bitte No-Coin-Challenge, Bestrafung mit lebenslanger Haft. Die ASMR, Stille. YouTuber geschafft, die Streams von überaus gleich schnell sind. Jawollo. Vanessa. Nö, ich höre nichts, was du sagst und sehe nichts. Also ist alles fein. Vanessa, ich hoffe, es geht in Ordnung. Ne? Ich sag's immer wieder. Vielen Dank für 50 freaking Euro. Der vorsichtige Red Bull-Sip. Sippe die Sprite. Vanessa, dankeschön, ne, für die heftige Spende. Das ist viel Geld. Geld. Dankeschön, ne. Vielen Dank für den fetten Support. Wie gesagt, ich weiß nicht, was diese Woche los ist. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur wiederholen. Danke für alles, Freunde. Das ist insane. Manu, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Sina, ich grüße dich erstmal. Ja, Vanessa, aber trotzdem, also dass du überhaupt spendest, ne? Das ist ja nichts Selbstverständliches. Und von daher, vielen Dank. Dankeschön. So, lieber auf Führerschein sparen oder alles an David donaten? Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, natürlich das Zweite. Warum fragst du so dämlich? Soll ich meinem Kind seine Schule spendieren? Oder alles David spenden. Das ist ja klar, wie Kloßbrühe, was man da macht, oder? Rudi, Lamborghini! Pete, dankeschön für die Plus-Memberschaft. Boah, ich habe schon wieder Schmerzen, ey. Schön. Einfach ein schöner Stream. Hab gerade Angst allein zu Hause, deine Stimme bringt mir Mut. Ey, Florian, alles easy. Lass einen Stream an, dann ist alles in Ordnung. Ich weiß noch früher, als ich kleiner war, hatte ich auch immer Angst allein zu Hause zu sein. Deswegen habe ich mir mal irgendwas angemacht. Rudi, Lamborghini! Und da kommen die 5 Memberschaften noch. Lieber Blinddarm-OP oder an David donaten? Natürlich an David donaten, hä? Was denn sonst? Rudi, Lamborghini! Christina, moin moin. David's Stimme gibt dir Mut, ich bekomme immer Jumpscares. Ich bekomme auch immer Traumata. Rudi, Lamborghini! Oh, schön. Schön. Bin leider erst jetzt erschienen. Kein Problem. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, ne? Und einen wunderbaren Abend. Rudi, Lamborghini. Hab ich zwar mal Abend gesagt? Ich weiß es nicht. Hallo an alle, bin seit langem auch mal wieder da. Ja, Pete, freut mich, dass du bad bist, ne? Dass du back bist, so wie Rücken auf Englisch. Moin moin. David ist ein Weltverbesserer, Rudi, und das muss unterstützt werden. Ich versuche mir Mühe zu geben. lieber deiner Oma ihre lebenswichtige Herz-OP zahlen. David spinnen. Boah. Boah. Vanilla 1900.
56 Euro. Nö. Ich höre nichts, was du sagst und sehe nichts. Also ist alles fein. Oh, Hilfe. Vanessa, ey, dankeschön, ne? Ich kann mich nur wiederholen. Es ist insane, was du für den Channel machst. Dankeschön. Oh, ah, Julia, das sagst du nur so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Dankeschön. Ich freue mich auf das, was heute kommt. Und morgen hast du halt ein Ziegespiel auch mit. Jawohl. Also, wie gesagt, wir reden gleich drüber, wenn ich das Game starte. Hallo, bin neu hier. Weiß jemand, wann dieser Devil oder am Anfang zu streamen? Ich frage wegen meinem kleinen Sohn Timmy. Er ist gehypt auf dieses Event. Chris, du bist aber schon ein bisschen länger hier, Maestro. Miete zahlen oder David spenden? Ich baue schon mal das Zelt auf. Ja, 11 Meter, genau so und nicht anders. Ohne was geht. Kartoffelkopf, Ecker Gaming, moin moin. Ah. Bam Bam, du musst immer die Steuer noch berechnen, Maestro. Immer Steuern. Ansgar muss auch sein Studium finanzieren. Wenn ich nicht in die Among Us Lobby komme, dann reiche ich Beschwerde über die Tomageddon Geschäftsmail ein. Junge, ist das so schön. Freunde, ich habe gestern, guck mal, vielleicht kennt ihr ja noch Tomageddon, ne? Kennt ja nicht alle, ne? Tomageddon war mein alter Kanal. David spenden oder Steuern zahlen. Da würde ich... Going on 50 euro slag meer en mit deden baseball slagen riems gezicht. Siehst du das? Siehst du das? Können Sie das sehen? Tut Ihnen nicht weh. Ich hatte wirklich ganz kurz Schiss, dass ich meine Disco-Kugel runterhole. David hat runterholen. Nein, nein. Oh man, es ist wieder so ein stumpfer Stream. Es ist wieder so ein stumpfer Stream. Ah. So. Schön. Es könnte aus einem Neuschrift-Video kommen, so ein Haftbefehl-Video. Manu! Bro! Du musst niemanden folgen! Ey, vielen Dank für 50 Euro! Digi, das ist, scheint aber gute Laune zu haben. Be creative, es ist so, die Nachrichten wieder, ne? Lebenswichtige OP für die Oma zahlen oder David Geld spenden. Ey, ich kann das doch alles nicht mehr. Ey, Manu, vielen Dank für 50 Euro. Bro, dankeschön für den fetten Support, ne? Ich kann mich nur wiederholen. Johnny, wieder Reizüberflutung. Entweder eine Million Schulden an Kartell zahlen oder alles David geben. Von Arafat zusammengehauen werden. Vanessa, ich hoffe, dass es wirklich reicht. Vanessa böllert nochmal 5 Gifte Mitgliedschaften an Maxi, Otterbahn, Diego, LinkedIn und Ellie raus. Also so ein Stream wieder, das klingt nur nach Spaß, wenn sie solche Fragen wiederholen. Yudugus, ich hoffe es. Vanessa, danke schön für 5 Gifte Mitgliedschaften. Kannst du Italienisch? Stronzo. Das ist das Einzige, was ich kann. Okay, ich passe schon auf. Sehr schön. Das ist mir immer das Wichtigste, Freunde. Bitte übertreibt's nicht. Vielen Dank für 5 Mitgliedschaften. Vielen Dank. Nee, ich, keine Ahnung, was geht hier schon wieder ab, Florian? Ich kann's dir echt nicht sagen. Florian, by the way, danke noch für den Euro von vorhin, ne? So, alle warten schon darauf. Das ist dann ein Bann. Ey, wenn ich ein Herzi bekomme, ist das ein Bann, oder? Oh, kannst du Ozeanisch? Ich kann nur Europäisch. Guten Abend, Meister. Guten Abend, alle zusammen. Kommt anscheinend genau. Ich hab Ernie Master, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach nur, dass es aufhört. Ja, hi. Wie war dein Tag? Meiner war gut. Ich war mit meiner Freundin in Köln. Jawohl, Alter, Julian. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag. Friedrich. Hervorragend. Friedrich, wie geht's dir? Ich frag mich, was aus mir wird. Ich bin ein Dulli, der keine Freunde hat. Tintenfisch. Bro, also ich denke mal, du bist nur etwas jünger. Und es ist erstmal scheiße, dass du so eine Erfahrung machen musst.
Das ist immer wieder schwierig, definitiv. Also mir ist es selber damals widerfahren, als ich jünger gewesen bin. Aber als ich älter geworden bin, ist es irgendwann weggegangen. Irgendwann kommst du aus der Schule und Freunde wirst du auffinden. Du musst einmal die richtige Person treffen und dann, ja, weißt du, was Freunde sind. Definitiv, hundertprozentig. Es war bei mir ähnlich damals, so mit 15. Hatte ich sehr, sehr viel Glück tatsächlich. Hast du Abi? Ja. Abi habe ich tatsächlich. Aber ich habe nur Farid-Abi. Nein, ich habe wirklich Abi. Anna, ich grüße dich. Moin, moin. Was geht? So, zu wem sagst du das? Etwa zu mir? Wenn ja, dann sage ich dir, Colli. Ich weiß nicht, was das heißt, aber Tiger King, ich habe das zu niemandem gesagt. Du hast gefragt, ob ich Italienisch kann und ich habe gesagt, yo, ich kann das Wort. Wann geht's los? Wir streamen doch schon. Wir streamen doch schon. Easy, oder? So, bitte grüß Luca Kund. Kund. Einfach zu Meckes gehen, dann trifft man alle. Ja, das sowieso. Flugticket zurück nach Hause kaufen oder an David spenden, Zeit, neue Staatsbürgerschaft vorzubereiten. Elli, ich find's gut, dass du diesen Schritt wagst und ist der einzig richtige Schritt tatsächlich. Hanna, mir geht's hervorragend. Wie geht's dir? Also, ich bin ein echter Gangster. Was willst du tun? Nein, Freunde, wir starten gleich, ne? Mit Amogus. So. Spielst du mal Subway Surfers? Also, wann habe ich das letzte Mal Subway Surfers gespielt? Ich glaube, das ist so geil, ne? Guck mal, ich bin in meinem Leben zweimal geflogen. Das erste Mal mit 2022. Lustig. Nach Rumänien mit Phil. Und letztes Jahr nach Spanien mit dem Flieger. Und beide Male saß ich neben Stiggy hier aus dem Chat. Und jedes Mal hat man ja kein Internet, ne, im Flugzeug. Also, keine Ahnung, es gibt bestimmt Flugzeuge. Gibt es Flugzeuge mit WLAN? Ich hatte auf jeden Fall bisher kein Internet, ne, im Flugzeug. Und, ne, so ein Handy ist ja komplett nutzlos im Flugzeug dann, ohne Internet. Was willst du machen? Was willst du tun? Und jedes Mal scroll ich dann mein Handy durch, denke mir so, ja, was mache ich jetzt ohne Internet? Und dann sehe ich jedes Mal Subway Surfers. Und dann spiele ich eine Runde, habe ich eine Runde gespielt, 2022 letzte Mal, vorletzte Mal. Und jedes Mal guckt Phil rüber zu meinem Handy und fragt so, yo, kann ich auch mal eine Runde spielen? Und ich immer so, ja, Bro, lad sie doch auch runter. Er so, ja, kann ich jetzt nicht. Dann ich so, ja, denk doch mal dran, bevor wir in den Flieger gehen. Dann gebe ich ihm das, denk mir immer so, kacke, eigentlich wollte ich jetzt spielen. Und dann habe ich irgendwann, gibt er mir es zurück, dann habe ich keinen Bock mehr. Und exakt dieselbe Situation. Wir fliegen nach Spanien. Ich wieder, sitze im Flieger, denk mir so, was mache ich jetzt? Hol Subway Surfers raus, Phil guckt rüber, yo, kann ich auch mal eine Runde? Das ist jedes Mal dasselbe. Es ist immer so stumpf. Okay. Und nicht jedes Mal voll abgefuckt, weil ich selber Subway Surfers spielen wollte. Ey, Phil, bitte. Wobei, eigentlich fürs Meme darfst du dir dieses Spiel nie runterladen. Aber eigentlich will ich ja selber spielen. Weil wir... Wie mit dem... Digga, ist auch geil. Immer wenn wir Pommes essen gehen oder so, ne? Das Essen ist da. Und dann er, yo, Bro, kann ich mal eine Pommes von dir probieren? Ich weiß noch einmal, das war die dümmste Situation wirklich. Meine Pommes kam schon an. Phil zeigt mit dem Finger irgendwo hin. Er, yo, guck mal, ein UFO. Ich drehe mich wirklich um zu gucken. Er nimmt mir halt Pommes weg. Rudi, Lamborghini. Oh, bro. So, ey, vielen Dank für die gifteten Mitgliedschaften, Vanessa, ne? Vielen lieben Dank. Oh, sheesh. Einfach schön. Ich höre im Flieger immer Musik und versuche dann zu pennen. Ja, probiere ich auch manchmal. Aber manchmal habe ich zu krasse Langeweile, wenn ich schon zu viel Mucke gehört habe. Was guckst du auch dahin? Ja, keine Ahnung. Guck mal, er hätte auch alles sagen können. Er hätte auch sagen können, ey, guck mal, da draußen laufen 10 Kühe rum. Ich hätte auch geguckt. Vor allem, wenn man mich in einem guten Moment erwischt, darf ich mir eine Pommes ausleihen. Gib sie dir später wieder, vertrau. Rudi, Lamborghini. Sina, danke schön für 4 Monate. Das ist super lieb. Vielen Dank. Und Niklas, danke für den 2. Monat in der Memberschaft, ne? Dankeschön. So. Guck mal, da fliegt Rudi, ein toter Vogel. Schön. Einfach schön. Okay, Friendos. Ich glaube, wir hatten genug Just Chatting. Auch wenn es viel Spaß gemacht hat, wie immer. Just Chatting, immer Rudi, eine riesige Ehre. Lamborghini. Dankeschön. Guck mal, da vorne ist Ava. Da würde ich hinrennen.
safe. By the way, ich wurde vorhin, glaube ich, von Madeline, falls Madeline noch da ist, gefragt, wie ich die neue Ava-Single finde. Noch nicht gehört. Ich glaube, die kam um 18 Uhr, da habe ich gerade mit dem Stream begonnen. Werde ich mir auf jeden Fall nach dem Stream gönnerisieren. Und dann kann ich dazu eine Meinung abgeben. Weil Ava arbeitet an ihrem dritten Album. Ich bin gehypt. Ey, David war am Mittwoch leider nicht im Stream dabei, da ich leider keinen Twitch habe. Bin dafür aber heute dabei. Ey, Leon, das freut mich doch mega, ne? Cool, dass du hier dabei bist. So, also spielst du mal Subway Surfers? Immer im Flugzeug spiele ich das. Das ist eine Tradition von mir. Immer, wenn ich kein Internet habe, gucke ich da mal rein. Aber, Freunde der Sonne, es wird Zeit für Amogus. Was ist dieses Spiel, David? Amogus. Alter Spackbo. Hey, da ist ein fliegender Fisch in deinem Office. Moli, ich grüße dich. So. Ja, genau, Phil spielt das, nicht ich, sorry. By the way, mir wurde gesagt, es gibt diese Woche einen April-Modus. Okay, wir lesen mal vor für das 100% Let's Play. April-April-Besatzung. Oh nein, was ist denn da passiert? Die Bohnen sind richtig lang geworden. Ja, richtig. Keine Bohne kann dem Schabernack unseres Teams entrinnen. Wir feiern in den April mit einem Update auf unseren Nacken vom 1. bis zum 8. April. Hier ein kleiner Auszug dessen, was wir von langer Hand geplant haben. Besatzung, Geister, Verräter und Sucher hatten einen Wachstumsschub und dadurch jetzt lange Hälse. Besondere Mordanimation zum 1. April. Okay, ich glaube, das meiste habe ich schon verpasst, oder? So, Freunde der Sonne, ne? Wir spielen heute mal wieder saftig, knaftige Runden Hide and Schreck auf ganz süßer Basis. Ich habe, warte, 48 Anfragen? Kann ich direkt alle annehmen? Dann muss ich die einzeln annehmen. Boah, das ist ja ärgerlich. Schluss jetzt mit Schabernack. Gaming Fun, ich grüße dich. So, geil. Wir lieben ein neues Album und selbstverständlich bin ich noch da. Jawohl. Ja, neues Album wird Hype. Ich freue mich auch schon. Okay, hosten. Neues Spiel. By the way, also Freunde der Sonne, wie machen wir das, ne? Wie habe ich das vor heute Abend? Also, wir spielen halt einen Sieg. Den Modus, wo ein Killer da ist und man muss weglaufen und sich verstecken. Tatsächlich, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir spielen 4 Runden, jeweils in einer Lobby, wo es einen Seeker gibt und dementsprechend die anderen sind Hider. Genau, das passt so. Und ja, sobald jemand 4 Runden gespielt hat oder generell dabei gewesen ist, wäre es cool, wenn ihr anderen den Vortritt lasst. Genau, wenn ihr schon mal dabei wart, also heute. Ansonsten, tut mir den Gefallen, seid nicht sad im Chat. Es gibt immer wieder Leute, und das finde ich immer wieder, ja, ärgerlich, die sich übelst aufregen. Ich bin schon 4 Minuten im Stream und zock immer noch nicht mit dir. Seid nicht böse. Freunde, wir zocken es immer wieder, hin und wieder mal. Von daher, genieß einfach den Abend, so den Stream. Das würde mich mega freuen. Dankeschön. Kashiwa, ich grüße dich. Ich habe am Mittwoch bis 0 Uhr gewartet und habe dann gemerkt, ich habe keinen Twitch. Egal, Meister. Irgendwann. Wer zuerst kommt, ja, das kann ich doch am besten. Ja gut, die Frauen feiern das nicht so. Aber ich bin immer Erster. Alright, so April-Scherz. Warte mal, erstmal haben wir... Kasashi, danke für 2 Euro. Moin, David, bin zurück für Amogus. Alter, ich grüße dich doch. Vielen Dank für die 2 Euro. Yes, wir machen Quick-Chat, ne? Nur Quick-Chat. Spieltyp nehmen wir Versteckspiel. April-Scherz. Wir nehmen mal den April-Scherz-Modus. I mean, why not? Stimmt, es gibt ja 5 Maps inzwischen, ne? Ja, okay, dann spielen wir jetzt 5 Runden. Die Frage ist, ne? Spielen wir mit 15 Leuten oder sind 15 zu viel? Chaos Yoshi, Dankeschön! Ich bin schon 30 Minuten hier und zock immer noch nicht mit dir. Ich bin so wütend. Dicker Berlin. 15? Meint ihr, Alf, ist 15 nicht viel? 15 geht schneller. Okay. Taipi richtig. Mal, läuft Taipi richtig? Ich glaube, gerade was gespendet. Es kam bisher noch nichts an. Vielleicht kommt's gleich. Aber vielen Dank erstmal. Alter Lion, danke für 1,49 Euro, Maestro. Vielen Dank. Lion Dankeschön. Ist ein taubes Mist, ja, 15, 12, 15. Okay. Ja, wir starten erstmal mit 15 und dann können wir immer noch gucken, ob es zu viel ist, ne? So, Quick Chat, Chatsprache Deutsch. Ich denke, das Filter Anfänger. Heißt Anfänger, dass jeder mitmachen kann. So, wann Among Us mit Zuschauern im Call? Das Ding ist, wir hatten das schon ein paar Mal. Das Problem ist, guck mal, Among Us lebt ja am Ende des Tages davon, dass du deine Mitspieler irgendwie kennst, meiner Meinung nach. Und das ist immer schwer.
Weil es gibt einige, die wollen halt spielen, aber nicht reden. Und deswegen finde ich es immer schwierig, weil einige wollen ihre Stimme halt im Internet nicht präsentieren. Und das ist auch voll legitim. Und deswegen ist dieser Modus eigentlich immer so die beste Lösung, sage ich mal so. Yes. Keine Ahnung, ob die Filter was bringen. Egal. Wir gehen rein. So. Alright. Vier Runden, vier Lobbys mit jeweils ein Sieger. Okay. Melly, kannst du die Nachricht nochmal abändern mit 5 Runden? Das wäre wunderbar. Okay. Anfänger ist nur für Public. Ey, Bro, ich habe einen ganz schön langen Hals, ne? Da kriege ich so einen Hals bei solchen Nachrichten. Guck mal, das bin ich, wenn jemand wieder schreibt, yo, David, wann geht's endlich los? So einen Hals kriege ich. So, Melli, ich danke dir. Upla, danke dir. Angebindete Nachricht ersetzen. Kuss. Okay. Ich würde sagen, wir passen erstmal die Regeln ab. So auf ganz, pinkes Lama, so auf ganz süß empfohlen. Was ist denn empfohlen? Meint ihr, wir müssten hier irgendwas anpassen? Wann geht's endlich los? Da kriege ich so einen Hals. United, die Longneck. Geil. Ich vergesse jedes Mal, was ich hier abändern muss. Aber ich denke, das passt eigentlich so alles, ne? Ala Sharko, ich grüße dich. Ja, wir gucken gleich einfach mal, ne? Learning by doing. Von daher, Freunde der Sonne, ich schreibe den Code in den Chat. Sagt mir bitte nicht böse, wenn ihr nicht reinkommt. Von daher, Freunde, Code wird im Chat geleakt. Code wird im Chat geleakt. Macht euch ready. Und jetzt beginnt die komplette Eskalation. Wie so ein Stück Fleisch, was in den Löwenkäfig geworfen wird. Let's go! Okay, Freunde, das ging sehr, sehr schnell. Alter! Hat Go8i hier so ein Twitch-Zeichen hinter sich? Ist ja voll cool. Cool. Warte mal, haben wir irgendwo eine Übersicht über die Lobby? Das wäre ganz cool, ne? Privat. Okay. Ping. Nee. Hier? Ah! Dann würde ich mir schon mal die Namen fotografieren. Hab dich abonniert, auf Ehre. Dankeschön! Ey, vielen Dank! So, bester Code. Dachte ich mir auch gerade, ne? So, einmal fotografen. Warte mal. 2, 4, 6, 8, 12. Hä? Nee, 2, 4, 6, 7, 14. Wer ist der 15.? Ach, das bin ich, ne? Ja, der 15. bin ich. Ergibt's Sinn. Alright. Freunde, wir sind nur Daddy Longnecks. Okay. Von daher starten wir mit das Geld, ne? Und gehen in die erste Runde rein. Mal gucken, wer der erste Imposter ist. Alright. Here we go. Er ist der erste Imposter. Ich wollte gerade sagen. Oh, Gala Jokey ist der Verräter. Okay. Freunde, wir müssen den Schuh machen, ne? Wir müssen den Schuh so wie Kanye machen. Oh shit, wir können uns auch nur einmal... Digga, diese... Ey, meint ihr, man kann uns sehen? Meint ihr, man kann uns sehen in der Ecke? Oh nein, es beginnt schon, verdammt! Wo soll ich mich mit meinem riesigen Hals verstecken, Mann? Okay, wir haben ein dickes Problem. Ach ja, und derjenige, der am Suchen ist, bitte immer Stream pausieren. Oh nein! Digga, ich habe einfach mein Versteck gerade komplett unnötig weggeworfen, ne? Ey, Bro, warum hast du denn so einen langen Hals? Hä? Ist das nicht der Killer gewesen? Hä? Madeleine, welcome to the stream. War das nicht der Killer? Okay. Der Orangen ist es doch, oder? Alter, Dennis, ich grüße dich doch. WTF ist das denn? Das ist der April-Modus von Amogus. Amogus. Der spielt wohl gerade mit euch. Ja, na dann. Why not? Ich verstecke mich einfach. Ist ein gutes Versteck, oder? Aber macht der auch irgendwas? Vielleicht spielt er den Pazifisten-Run.
Wer weiß, ne? Der hat mich umgebracht, der Orangene, hä? Er spielt den Pazifisten-Run. Okay. Ja, Leute, was geht? Junge, wir haben eine richtig langhalsige Party hier. Guck mal, die Party ist so heftig, wir alle haben schon so einen Hals davon. bringt das was, den Hals zu erhöhen? Automatisch kann man nicht steuern. Hä? Okay. Naja, fortfahren, ne? Erneut spielen. Fahren Sie fort. Dann machen wir... warum sind unsere Hälse jetzt normal? Ich weiß es nicht. Okay. Neue Map, neues Glück, Friendos. Uff. Okay, wenn ich mal wieder einen PC hole, will ich mal mitspielen. Ja, safe. Sofort, Meister. Sofort. Let's go. So, der Arme musste sicher essen gehen. Ich glaube auch oder so. Mama hat gesagt, yo, hör auf zu spielen. Mama, ich kann nicht. Das ist online. Mach Pause. Ich kann keine Pause machen. Das ist online. Alter, Lukas09 ist der Verräter. Der Verräter, Dicker. Okay. So, kann man noch beitreten? Lies dir die angepinnte Nachricht durch, Meister. Okay, unsere Hälse werden länger und länger. Bro. Von normalerweise... Hi. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Ralf, moin. Normalerweise lebt dieses Spiel ja davon, dass man sich versteckt. Meint ihr, man kann mich sehen? Ey, ich gewinne so safe die Runde. Nein, oh Mann! ich dachte, vielleicht wird das wieder so eine ähnliche Runde. Ach, brr. Ich kann jetzt keine Dings mehr machen, ne? Tasks muss man ja auch zwischendrin mal machen. Warte, wir verfolgen den Killer. Digga, was ist das, ein Einhorn? Find's toll, dass er Jihar macht, wenn er losrennt. Ey, das ist ja so geil, ne? Diese Kill-Animation. Schön. So. Können wir ein YouTube-Video machen? Wir beide? Meine Mama hat es mir erlaubt. Gaming Fun, das ist auf jeden Fall süß. Liebe Grüße an deine Mom, ne? So, man erkennt den Killer gar nicht. Ja doch, der Killer, der ist wie so ein Pferd. Der Killer sieht aus wie ein Pferd. Wie kann man mitspielen? Lies dir die angepinnte Nachricht durch. Ey, aber ey, Lukas zieht durch. Lukas denkt sich so, yo, der April-Modus. So, ändert sich der Code, wenn neue kommen? Angepinnte Nachricht. Moment. Für diesen Fall habe ich einen Knopf. Hallo, lieber Zuschauer. Danke, dass du diese Frage stellst. Ich kann dir empfehlen, schau dir doch einmal die angepinnte Nachricht an. Dort stehen alle relevanten Informationen drin. Vielen Dank und hab noch einen wunderbaren Stream. Guck mal, das ist doch einfach Service. Das ist einfach Service, dieser Knopf. Ich kann die Langhälse auch nicht so ernst nehmen, tatsächlich. Wie wär's mit drei Vents? Ich glaube, zwar, also, ja, wobei, also, er hat noch nicht, also, der erste Killer hat nicht gewonnen. Er ist klar am Rasieren, aber hat noch nicht gewonnen. Deswegen, einfach mal abwarten. Das ist einfach ein Centaurus, kein Pferd, vielleicht eine Giraffe. Hey, guck mal, da ist ja eine Giraffe. Letzte Nachricht, Zuma sagt, der Hals wird länger, je weiter man vom Killer weg ist, desto länger wird der Hals, ich verstehe. Das ergibt Sinn. Oh mein Gott, er hat ihn übersehen. Oh, sheesh, er hat ihn übersehen. Oh. Gemeiner Vent, sehr gemeiner Vent. Wo steht die angepinnte Nachricht? Oben im Chat. Junge, für den Sound bist du King. Naja, Phil, was muss, das muss, ne? Und was habe ich noch? Das war's, glaube ich, schon. Aber der Sound ist auch gut für Hide and Seek. Hallo, lieber Zuschauer. Danke, dass du diese Frage stellst. Leider kann ich die Frage nicht beantworten, aber mich würde es mega freuen, wenn du bei Hübi vorbeischaust. Denn bei dieser Frage musst du Hübi fragen. So, neue Runde, neues Glück, ne? Okay, wir haben gewonnen. Aber Lukas, dickes GG. Digga, das mit den Hälsen ist echt tot. Meint ihr, wir müssen am Regelwerk was anpassen? Leon, die Lobby ist eh voll. Also sobald wir eine neue Lobby starten, neuer Code. So, aber nur bei dieser Frage, eben. Zwei Vents, meint ihr, zwei Vents sind cool? Also ich meine, gerade hat ja Lukas auch nicht gewonnen.
glaube, wir lassen es erstmal bei einem Vent und dann beobachten wir es weiter. Etwas mehr Zeit. Ich glaube, das wäre cool, ne? Warte mal. Hallo? Hallo! Ich muss einmal anpassen. Ja, ich würde sagen, 40 Sekunden mehr. Es muss ja gut sein, ne? Und wir gehen jetzt zu Polos. Let go. So, oben steht, just chatting is beautiful. Dann einmal den Stream neu starten. Dann habt ihr eine neue angepinnte Nachricht da oben. Okay. Let's go. Psst. Oh, Boxy Clock. Clock. Ist der neue Verräter. Mit drei Hüten. Ach, guck mal, normalerweise. Ja, je länger, also je weiter man vom Killer weg ist, desto länger wird der Hals. Meint er, er kann uns sehen in einem Stein? Boah, wir bräuchten so ein Mega-Versteck. Ich hab ne Idee. Ich hab Real Talk ne Idee. Ich probier mal was aus. Ich hoffe, dass ich ihm jetzt nicht irgendwie in die Arme laufe. Ich hab gesagt, hoffentlich, dass ich ihm nicht in die Arme laufe. Okay, einer wurde gerade gekillt. Das Uso-Versteck. Das Versteck hat er von mir, Meister. Er hat sich mit mir versteckt da. Moment. Ah, Schmutz, ich hänge so halb raus. Meint ihr, man kann mich sehen? Dein Noise Gate hat, glaube ich, gerade viele Probleme. Inwiefern? Was hörst du am Mikrofon raus? Hä, ist eigentlich das Versteck auf Doom, oder? Der guckt ja never ever. Ey, Freunde, können wir nicht alle hinterherlaufen? Das funktioniert nicht. Wobei? Stack Kill. Wir verstecken uns alle hier. Das ist ein guter Plan. Man hört dein Keyboard. Oh nein. Kann man den Stream denn trotzdem genießen, obwohl man meine Tastatur hört? Ist das in Ordnung oder ist das unprofessionell? Shadow, Moff, ey, welcome to the stream und willkommen in der Community. Schön, dich zu sehen. Okay. Nee, unmöglich. Okay, das kann man sie nicht geben. Mach den Stream aus. Okay, okay. Man hört die Sounds, die du abspielst, doppelt. Ist ungenießbar dann, oder? Ja. Blätterengling, ich würde abschalten, wenn ich du wäre. Ich habe kein neues Gate drauf, Meister. Wie sie alle auf dem Fleck verstecken, es ist herrlich, oder? Ja, aber ey, bisher muss man sagen, kein Killer hat gestreamsniped bisher. Das war cool. Mats, ich grüße dich, moin moin. So. Schon gibt... Ey, Bro, bitte nicht einen Stern auf Google. Du kannst alles machen, aber nicht einen Stern auf Google. Dein Keyboard ist sehr laut. Mein Nachbar Jürgen wollte schon die Polizei rufen. Also keine Ahnung, wo der... Digga, es kann doch nicht sein, dass wir uns alle hier verstecken, oder? Wie viele sind wir gerade? 1, 2, 3, 4... Viele. Ja, Leute, jetzt haben wir den Salat, ne? Jetzt haben wir den Salat, weil ihr euch alle hier versteckt habt. Uh-oh, yep. Jetzt beginnt das Gruppenmassaker. Aber kein Problem... Wow! Was liegt denn hier rum? Igittigit. Hilfe! Ich kann auch morgens klingeln und wenn du Sprechanlage anmachst, furze ich ins Mikro auf süß. Aber furz nur ins Mikro, wenn Noise Gate drauf ist, okay? Alter! Ja, okay, das war laut, das gebe ich zu. Okay. Wir müssen den Ingame-Sound gleich eh mal lauter machen, habe ich das Gefühl. Das ist ganz schön leise. So. Ja! Okay. Gewonnen. Easy. Eine Frage für mich. Warte. Eine Frage für mich, doch wichtige Frage. Da ich hier nicht mitspielen kann, wäre es in Ordnung, wenn ich selbst streame, während wir Among Us... Ja, selber noch safe. Bro, kannst du auch auf OnlyFans währenddessen streamen. Safe. So. Ich bin noch nicht Nintendo. Nur Späßchen, Freunde. Aber ich sperre nix. So, warte mal. Allgemein, Grafik, Ton. Ton? Ah, hier, Bingo. Hauen wir mal ein bisschen lauter hier. So, Freunde.
Anpassen. Nächste Lobby. Noch zwei Runden, dann wechseln wir die Lobby wieder. Auf süß. Mit dem aus der HU Band. Und morgen ist dann das Forschungsgespräch mit der IT-Abteilung. Wird das gleiche mit IT-Fragen. Wird das gleiche mit IT-Fragen die Stelle? Ja, Kevin, ey, ich wünsche dir super viel Erfolg. Mega. Kevin, ich drücke die Daumen, Meister. Das wird. Ey, David, dir geht's gar nicht gut. Hä, warum? Ach nix. Hallo, ich komme. Und erscheine. Hi. Sorry, Bro. Sorry, Brate. Aber hier kommt der Umlautmann. Gibt's hier einen Shortcut mit Killen, ja, oder? Ah, nein! Du Hund! Okay. Der Umlautmann. Ey, die Mucke ist so baba, ich liebe die Mucke. Ja gut, hier kann sich ja keiner mehr verstecken. Hier wird ein riesiger Hals rausgucken, ne? Also man muss sagen, mit den riesigen Hälsen ist es schon ein Ticken leichter geworden. Hallo! Hallo? Mann! Egal, ich lock sie alle weg. Die Task. Oh, hey! Oh! Schöner Versuch, mein Gastro. Nein, doch! Ja! Nein! Ah! Nein! Kill! Nein! Doch! Nein! Merry Kiss Kill, Freunde! Merry Kiss Kill! Okay, oben haben ein paar mehr rumgechimmelt. Gechimmelt. Ja, okay. Der schimmelt jetzt da. Warte mal. Es gibt jetzt so einen Cooldown, ne? Aber der bringt ja echt gar nichts gefühlt, oder? Wow. Dieser Cooldown bringt nichts. Der ist ja voll dämlich. Ey, Leute, come on. Ich wollte gerade sagen, spielt ihr ehrlich? Ne? Ich krieg ihn. Bro, dieser Cooldown. Er bringt nichts. Ja! Das hast du davon, Maestro. Hey! Oh! Hilfe! Okay, 5. So. Wo seid ihr? Der Umlautmann. Sam Cool Bre. Ich grüße dich doch, Bre. Bock auf ein bisschen Brattee? Le. Es ist der Umlautmann. Ist jemand in der Dusche? Ich möchte spannen. Okay, doch nicht. De. Ey, ich hoffe, es hat sich irgendwie auf dem Klo versteckt. Das wäre so cool. Das wäre so cool wie so ein riesiger Hals. Hier wird safe irgendwie rumschimmeln. Das ist eigentlich das beste Versteck, ne? Ich wusste es. Oh mein Gott! Er hat's verkackt! Legende! Also hier schimmelt jemand oben rum. Oh, Döbel hat das Spiel verlassen. Aus welchen Gründen auch immer. Okay, wir kommen. Ja, die Zeit ist schon teilweise echt wenig. Zumindest hier auf dieser Map, ne? Hallo! Hey! Oh oh! Da war jemand auf dem Pöttchen! So, David, das war die Damendusche. Woher willst du wissen, dass ich keine Dame bin, Bro? Schon mal drüber nachgedacht? Martin, was geht? Jetzt kann ich suchen, ne? Junge! Ey, alle schimmeln im Tagungsraum! Ihr seid ja solche Hunde! Junge, ihr seid solche Hunde! Alle schimmeln im Tagungsraum rum! Komm ich hier rüber? Oh nein! Och, Digi! Was soll denn der Müll? Warte. Ja, jetzt hauen alle ab. Come on. Oh, in den Duschen ist jemand. Hier muss jemand sein. Hier war jemand. Ja, er haut ab. In den Antriebsraum. Ich glaube, die Zeit am Ende müssen wir ein bisschen verlängern, ne? Die ist ein bisschen kurz. Hier müsste jemand rumschimmeln. Okay, einen habe ich noch bekommen. Ja, das war ganz in Ordnung. Ganz in Ordnung. Shit. Okay, ich glaube, bei der Menge müssen wir die Zeit echt nach oben hauen, oder? Safe. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Okay, letzte Runde in der Kombi.
Okay, schon ein bisschen easy. Ja, es war zu einfach für die Verstecker, ne? Alter, Lona und Linus spielt Games. Danke für eure Abonnements, ne? Dann passen wir das mal an. So, wir passen das nochmal an und vor allem die Endstufe, ne? Mit 70 Sekunden. Und dann gucken wir mal, Digga, diese riesigen Hälse. Geil. Boah, Freunde, ich glaube, mein Heuschnupfen beginnt wieder. Ich merke gerade irgendwas. Boah. Okay, let's go. Danach wechseln wir wieder auf süß. Junge, diese riesigen Hälse. I love it. Bei mir laggt der Stream. Dann würde ich neu starten. Nico, dankeschön. Du bist einfach der beste YouTuber. Mach weiter so. Ey, vielen Dank für die lieben Worte, Nico, ne? Kuss geht raus. So, Ludo. Ist dein Hals so riesig oder bist... Oh nein, ich habe jetzt zweimal dieselbe Map. Ja, scheiß drauf. Ich meine... Kote drauf. Ich kote drauf. Geil. Immer wieder schön. So, mal gucken, ob es jetzt für den Seeker einfacher wird. Mit diesen riesigen Hälsen. Das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen blöd, weil man sie echt gar nicht mehr verstecken kann. Ja, hier draußen ist der Tod, wenn man sich da versteckt. Was geht Langhals? Wird die Lobby dann gewechselt? Die Lobby wird dann gewechselt mit neuem Code. Yes. Tina, ich grüße dich. Moin, moin. Guck mal, wir machen jetzt die Sneaky Meek. Ey! Ich wollte die Sneaky Meeky Action machen. Schade. Ey, wir haben so verkackt, Leute. Leute, wir haben so verkackt. Leute, wir haben so verkackt. Nein, nur ich hab verkackt! Oh Mann! Schade. Marmelade. Oh, da wurde auch Ops genommen. Da wurde auch Ops genommen. Alter, Lulu ist aber ein krasser Killer gerade. Oh no, Sharko, gute Besserung an der Stelle. Ich hoffe, dass es dir bald wieder besser geht. Boah, da wurden mir richtig böse Ops genommen. Schade, Marmelade. Das sieht so, ey, ohne Witz, die Hälse. Das ist einfach entertaining pur. Mr. Cookie, moin. Der Imposter ist dieser... Der was, Typ? Der was? Okay, warte, Freunde, ich muss mal mein Näslein putzen. Wir spielen am Morgen Ass, aber in einem Land vor unserer Zeit. Alter, so eine Legendenserie, ne? Absolute Legendenserie. Guck mal in Game-Chat, ich mach's. Ich tue auf süß. Was haben wir hier? David hat mich verfolgt, Formwandler, RIP. Tresorraum, Banana war bei mir. Formwandler? Guck mal, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute sind raus. Die Hälfte exakt. Oh, mehr als die Hälfte. Oh, das wird jetzt spannend, die Runde. Ich glaube, ich habe die Zeit zu hart hochgepusht. Was wird hier jetzt reingeschrieben? David hat Lulu verfolgt. Satz bauen. Wie kann ich denn einen Satz bauen? Beschuldigen. Tasmi hat mich verfolgt. Huch. Warte. Ort. Flur. Flur. Oh man. Quickchat. Beste Leben. Kappa. Oh, da wurde jemand hops genommen. Der Seeker sieht aus wie ein Lama. Schon so ein bisschen, oder? What? Was? Nein, als ob. Junge, was war das für ein Game? Boom. Boom. Bro, hau ab. Oh mein Gott, Alter, der hat sich insane versteckt gerade. Hat man das gesehen? Haben wir mal eine Facecam drüber? Ich glaube, das passt, oder? Ich gucke hier auf den Fernseher und finde die Fernbedienung nicht. Man kennt das Problem, ne? Alter, Georgie und Gaming Fun, danke für Rabos, ne? Und Nico kommt auch noch gleich der Alert. Vielen Dank. Oh, der Grüne ist da, der Grüne! Warte, ich pack mal meine Facecam währenddessen hier unten hin. Oh, das war too much. Du bist ein taubes Würstchen! Dankeschön! Bebebing, bebebebing. Wir alle sind taubes Würstchen! So, warte mal, hier so auf süß, ne? Nico ist ein taubes Würstchen, 2,49 €. Social Media. Bist einfach der beste YouTuber, mach weiter so. Meister, vielen Dank für die lieben Worte, Maestro. So, ich glaube, das ist besser tatsächlich. So, der grüne Ninja einfach, aber auf ganz anderer Basis. Okay, los geht's. Es leben insgesamt noch 5 Leute und die müssen jetzt 70 Sekunden überleben. Oh, der rote! Boah, das war knapp. Das war richtig knapp.
Aber trotz dessen, obwohl wir jetzt mehr Zeit eingestellt haben, ist es schwierig. Nächste Runde Free Chat, please. Ja, aber dann beschweren sich die meisten wieder, dass sie nicht mitspielen können. Weil ich glaube, für Amogus musst du dein Alter bestätigen. Amogus! Ich glaube, da war jemand oben, ne? Alter, die spielen gerade wirklich Katz und Maus, ne? Oder Katz und Pferd. Ich meine Maus und Pferd. Ne, Katz und Pferd. Stimmt. Das wollte ich sagen. Es war so knapp, ich habe Gänse vor Ort bekommen. Du auch? Junge, 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 Junge. Ich verstehe aber Real Talk nicht, was diese 5 Sekunden Cooldown machen sollen. Die machen gar keinen Unterschied. Also 5 Sekunden Cooldown für Verstecker, safe. Für Sucher ergibt es keinen Sinn. Okay. Giraffe und Lama. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Sophie, hallihallo. Ich grüße dich, moin moin. 1, bam. Ding, 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 ding. 10 Punkte für Gryffindor. Let's go, gewonnen. GG, Freunde. Dementsprechend wird Zeit für eine neue Lobby. GG an jeden, der mitgemacht hat. Wir machen eine neue Lobby. So. Sophie, ich hoffe, du hast einen guten Tag. Man spielt mal wieder Mario Odyssey. Naja, Farbkasten, so lange ist es gar nicht her, würde ich sagen, ne? So lange ist es gar nicht her. So, und wir starten mit The Fungal. Okay. Wollen wir mit... Ja, da können mehr Leute mitmachen. Es war eigentlich ganz in Ordnung. Es war eigentlich ganz in Ordnung. So, bestätigen, Quick-Chat, bla bla bla. Let's go! Haben wieder die... Ey! Oh, das wird eine normale Runde, oder? Oh nee, mein Hals wächst schon wieder. Schade. Also, Freunde, der neue Code wird in den Chat gepackt. Tut mir den Gefallen. Fetzt euch nicht. Alles gut, in den Chat. Ihr müsst in den Chat gucken, weil vorhin wieder reingeschrieben worden ist. David, wo ist der Code? Im Chat, aber jetzt nur, denn wir spielen jetzt wieder 5 Runden mit der Lobby, die jetzt reinkommen. Und an alle, die gerade schon dabei waren, seid bitte ehrlich zu euch selber und gebt anderen eine Chance. Würde mich mega freuen. Dankeschön. Okay. So, der Chat brennt in 3, 2, 1, bam. What a wing. Okay. So, yo, David, bin erstmal wieder weg. Wünsche Ihnen allen noch viel Spaß. Dankeschön, Bam Bam. Ich wünsche Ihnen einen geilen Abend, ne? Ja, war gut etwas stressig wegen Arbeit, aber naja. Du, Hauptsache, der Arbeitstag ging gut rum, ne? Und schönen Feierabend. Okay. Here we go. Whoopala. Das wollte ich öffnen. Wer ist denn hier alles drin? Amiable Fox, Apo R.E.D., der einzig wahre, Edgar, Forge Safe, Gamer HD, Julie Jerry, Lukas 09, du warst schon drin, Bro. Lukas, du warst gerade schon drin. Lukas, was habe ich gerade an eure Ehrlichkeit? Habe ich nicht gerade an eure Ehrlichkeit appelliert, Bro? Du warst schon drin. Lukas, du warst schon drin. So, Ninja Pro, Red, Sari, Wuschel, Verti, Shy Guy, Real Post, Poster. So. Okay, Lukas, dann muss ich dich kicken. Raus. Tut mir leid, Meister. Ah, Lukas war gerade, ne? Der war doch einmal Sucher, wenn ich mich nicht ganz täusche, ne? Ich meine ja. Kann das jemand bestätigen auf süß? Hatte mir Spaß gemacht, an diesem witzigen Kombi zu machen. Die letzte Runde war aber großes Herzrasen. Ey, starke Runde war das. Ja? Okay, okay. Wirf. Junge, mit ApoRed sagt, wirf. Willenskraft ist alles. Willenskraft. Merkt euch das. Hast du nicht das Foto gemacht? Ja, da war er nicht drauf, also er kam irgendwann random rein. Scheiger wird rasieren. Ja, let's go. Erste Runde. ApoRed einfach ganz stumpf. Wirf. Geil. Steffi, wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht's? Letzte Nachricht. Sag mal, Gaddon, deine Unterhose fliegt... Genau. Okay, Edgar ist der Verräter. Let's go, Edgar. Oh, Bro. Mal gucken, wie das jetzt wird. Hide and Seek. Ach, Digga, das war voll dumm. Wir sind alle so langgezogen. Steffi, das ist eine 1. April-Mod tatsächlich. Die jetzt extra rauskam für die Aprilwoche. Mod, sage ich schon, von den Entwicklern. Yo, MC Lord, dankeschön. Hallo David, ich feiere deine Videos und Streams, kann aber leider nicht mitmachen, weil meine Among Us so doll leckt. No! Aber MC Lord, dankeschön für die erste Superchat-Nachricht und für 10 freaking Euro.
Das ist super, super großzügig, Maestro. Vielen Dank, ne? Dankeschön. Vielleicht klappt's irgendwann anders mal. Oh, GamerHD hat das Spiel verlassen. Alter, Teddy, was geht? Hallo. Hallo. What's happening here? Es wundert mich, dass nicht wieder alle bei mir hängen. Lukas09 war noch nicht dabei? Sicher? Der war doch vorhin Sucher, oder nicht? Ich bin mir eigentlich sehr... Also, wenn ich Lukas Unrecht getan habe, dann kommt er natürlich rein. Das war knapp. Da mache ich schnell den Schuh, so wie Kanye. War Lukas09 nicht Sucher? Hallo. Boah, ich will echt niemandem Unrecht tun. Aber eigentlich schon, oder? Lulu war... Er war dabei. Melli, ich meine, er war Imposter. Ich bin mir da eigentlich sehr sicher. Lukas war... Ja, war er. Also schreiben einige und ich meine auch Lukas09. Ich kann mir das wegen der 09 so merken. Du machst den Schuh wie die Kinder... Du machst den Schuh wie die Kinder aus Indien. Hat Sido hat den gebracht, oder? Oh, halt dein Maul. Never. Als ob. Freunde, kein Stream snipen. Kann ich natürlich nicht sagen, ne? Aber schaltet den Stream aus, sobald ihr Sucher seid. Oh, starke Taktik. Er hat selber geschrieben, dass er eine Runde dabei war, aber rausgekriegt. Ach so. Ja, okay. Ah, ist halt schwer, ne? Also, Lukas, wenn du gleich nochmal reinkommen solltest, okay. Wenn du nur eine Runde dabei warst, dann kannst du da rein. Meister. I'm sorry for that. Komm mir 09 wegen 0947 merken. Read. Okay. Immer wieder schön, wenn man rausfliegt. Ich sag's, wie es ist. Das ist wie bei K.O.-Battles. Du bist tot. Genieße das Chaos. Ich liebe es. Wenn er noch hier ist. Falls er noch hier sein sollte, ja. Okay, es leben noch 2, 4, 6, 7. 7 mal 7 gleich feiner Sand. Ha! 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 Okay. Mr. Cookie auf Mandy kann man das ausspielen, ja. Tatsächlich ja. Über die Switch auch? Über alle Konsolen? Alle Konsolen inzwischen? Melli, doch. Melli, kannst gerne mal nachgucken. Lukas09 war einmal Imposter, tatsächlich. Kannst gerne nachgucken. Bin ich mir zu 5 Millionen % sicher. So. Junge. Einfach so ein freaking Lama, ne? Schau Ingame-Chat. Kein Problem. David hat David verfolgt. Oh, schön. Kann man auch auf der Nintendo Switch spielen? Klar. Kann den Sensei einmal fragen. Wollen wir die Zeit noch mal ein bisschen höher stellen? Weil ich habe das Gefühl, dass die Sucher immer noch Probleme haben. Oh, shit. Lauf, Junge! Nein! Lul. So, Tina, hau rein. Schönen Abend wünsche ich dir, ne? Okay. Nee, passt so. Okay. Atakan, ich grüße dich. So, es leben noch 6. Oh shit, das ist knapp. MC Lord, dankeschön! Da hat er sich weggejietet. Ich hab damals schon die Kripus abgefragt. Alles ist okay, solange der Braten Scheine macht. Und wenn ich will, mach ich 5 Songs in einer Nacht. Lass mich tanzen, Junge. Dankeschön! Vielen Dank, Meister! MCL. Oh shit, links ging einer entlang. Aber er wird nicht mehr. Oh, 2 direkt! Oh! Ja, boah, hallihallo! Ja, aber die werden safe erwischt. Nein! Oh, fast! Streams kann aber leider nicht mitmachen, weil meine Among Us zu dolle lag. So, MC Lord, ne? Vielen Dank. Und wie gesagt, vielleicht klappt's ja von irgendeinem anderen Gerät. Nein, Melli, alles kein Problem. Du, da musst du nicht sorry sagen. Kein Problem. Alles klar, Tintenfisch. Gute Besserung wünsche ich dir, ne? So, und Schleimi, das freut mich doch zu lesen. Also, da gehen wir jetzt wieder... Ja, okay, vielleicht könnte das von der Zeit her jetzt auf dieser Minimap beispielsweise ganz gut klappen. Von daher sliden wir rein.
So. Mein Freund ist auch David. Ja, beste Grüße, Acted Meteor, an deinen Freund. Ich hatte das Gefühl, dass die Ladezeiten ein bisschen länger dauern inzwischen. Okay. Oh, Sonic ist der Verräter. Ich wusste es schon immer. Alzheimer kickt's. Ey, ich kenn das. Passiert mir auch immer wieder. Yeah! Adaventasia! Einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für 2 Euro. Ich liebe dieses Hiha, ist so geil. Ja, das kann man gar nicht sehen. Okay, das kann man doch sehen. Okay. Oh, es geht los. Das Massaker geht los. Ey, Leute, sucht euch ein eigenes Versteck. MC Lord, danke für 2 Euro. Ich kann in einem Monat ungefähr wieder. Okay, alles klar, Maestro. Vielen Dank, ne? Okay. Die erste Attacke haben wir überlebt. Oh Mann! Lauf, David, lauf! Teddy, danke für die Rose! Nein! Och, Mammo! Ich will auch eine... Wie überleben die anderen das denn? Was für eine Strategie gibt's denn hier, die man fahren kann? Ey, Teddy, danke für die Rose! Oh, sheesh. Ich hoffe, dir geht's gut, ne? Und das alles läuft. So, wie immer verkackt. In der ersten... Ich will eine Runde! Ausrufezeichen Sugar Mami. Oh, schön. Einfach nur schön. Das ist der Code für diese Lobby. Angepinnte Nachricht. Angepinnte. Wow! Alter, diese rote Maske sah schon sehr. Ja, okay, auf der Map ist es schwierig. Die rote Maske sah schon sehr stylisch aus. Okay. Geiler Command. Ich habe auch vergessen, dass der existiert tatsächlich. Irgendwie komisch, dass das Sika einen gruseligen Blick hat, oder? Ja, aber muss ja so, ne? Da muss ja ein bisschen bedrohlich aussehen. Okay, es leben noch 5. Oh, das wird richtig kritisch. Oh, no! Die Ecke hat sich gebracht. 4 Leute. Okay, das könnte die erste Runde sein, wo das Sika gewinnt. Die findet man leicht durch den Stream. Ja, deswegen sage ich es immer wieder, ne, seid bitte ehrlich, wenn ihr Sucher seid und pausiert den Stream. Alles andere wäre blöd. Oh, Nikolas hat auch den Schuh gemacht, so wie Kanye. Sitzt in Kassel im Zug fest, ich will einfach nur nach Hause, aber der Schaffner ist so sus. Why? Also, hat die Bahn Verspätung oder woran liegt's? Und gute Heimreise. Okay, drei, wo sind denn, ja, ich will nicht zeigen, wo die sind, oh, 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 ich will nicht zeigen, wo die sind. Weil nicht, dass irgendwer hier im Stream noch nachguckt, ne? Okay. Ist hier jemand reingegangen? Ist es keiner reingegangen? Oh shit, 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 shit. Vor allem, wenn du siehst, oh kack, es leben nur noch 3. Und wenn du einer von diesen 3 bist, Alter, da geht einem so die Düse, ne? Oh shit. Da habe ich auch jemanden gesehen. Aber er hat sofort den Schuh gemacht, so wie Kanye. Okay, ich sehe den Code nicht, habe aber den Stream neu gestartet. Leon, nein, es geht darum, wir spielen immer 5 Runden und nach 5 Runden mache ich eine Lobby mit neuen Code. Und da gibt es, wie gesagt, einen neuen Code, ne? Fantasia! Habt ihr schon einen Stream geliked, Freunde? Habt ihr schon einen Daumen nach oben dagelassen? Auf süß. Danke für 2 Euro. Vielen lieben Dank. Okay, da ist auch keiner. Okay, die letzten 70 Sekunden beginnen mit Ortung. Krass. Ja, das ist doch... Wie passiert sowas bitte? Kani-Schuh-Metapher, ich kapiere den nicht. Also, das erklärt. Warte mal, ich erkläre es gleich sofort. So, Fantasia, dankeschön! Fantasia ist ein taubes Nüsschen, 2 Euro. Alter! Freunde, habt ihr den Stream schon geliked? Kleiner. Freunde, habt ihr schon. Du bist ein taubes Nüsschen! Und Teddy! Danke für die Rose! Yeah! Alter, was sind das denn für Biester, die hier übergeblieben sind? What the heck? Nüsschen 1 Euro und 49 Cent. Dankeschön. Es ist unglaublich, Freunde. Vielen Dank. MC Lord. Und danke nochmal für 2 Euro.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Runde noch gewinnen. Ich sag's dir das. Ist ein taubes Nüsschen 2 Euro. Junge, wo schimmeln die anderen? Oh no! Maxi? Oh 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 oh. Wo schimmeln die anderen rum? Unglaublich. Im... Alter, als Partner laufen sie hier rum, Partner in Crime. Und wir haben es geschafft. Und Ventasia, danke nochmal für 2 Euro. Okay. Hier ist ein taubes Nüsschen 2 Euro. Let's go. Ihr schönen Menschen. Kleiner als 3. Ey, danke, du schöner Mensch. Ventasia, vielen Dank. Also, ich sollte kurz den Vergleich bringen. Ich mach den Schuh so wie Kanye. Na, guck mal. Also, ne, man kennt ja den Spruch, yo, ich mach den Schuh. Und Hübi und ich haben letztens einen Track gehört, wo das die ganze Zeit in der Hook gewesen ist. Ich mach den Schuh so wie Kanye. Ne? Kanye West, der hat ja eigene Schuhe. So, der hat ja zum... Ich glaube, der hat den Yeezy Boost gemacht, ne? Ich glaube, der Schuh ist von ihm. Und deswegen, ich mach den Schuh so wie Kanye. Alright, so, dann machen wir jetzt mal Mira HQ again. Yeezy, sheesh. Steffi, Code gibt's alle 5 Runden. Dann starten wir eine neue Lobby und dann wird der Code in den Chat geschrieben. Oh, süß. Okay. So, mal gucken, wie lange wir jetzt überleben. Mal gucken, wer es ist. Swag. Das erklärt's natürlich. Ja, ja. Alle Apo RED. So, an Apo Red einmal den Stream pausieren. Danke, dass du dich selber nicht spoilerst. Yeehaw. So, und die Hälse werden wieder länger. Kennst du den YouTuber Glitch? Nee. Das ist so geil. Der einzig wahre Main Character. Du bist maximal ein kleiner Go. Mann, der Hals ist so riesig, er guckt überall durch. Es ist so, oh, MaxiCraft als erster. Und der hat letzte Runde richtig rasiert. Nintendo Saturi rein in die Folge, let's go. So, die Stream Among Us Runden gehören zum schönsten Streams. Wer war für dich der beste Imposter? Ja, Vicsafe. Vic hat auf jeden Fall gute Leistung erbracht. Im Gegensatz zu mir. Ich habe immer Schiss, jemanden zu killen. Gegen den Hasen sind die alle, nur Goofies. You know it, Mano? Na klar, wir haben auch schon 2-mal gestreamt. Gina, was geht? Willkommen im Stream. Willkommen im Stream. Findest du das imposant? Dann ist es imposant, Defit. Kann man so sagen. Okay, es läuft gut. Bis der Imposter irgendwann aufkreuzt. Psst. Ah, was? Hä, war ich der Einzige, der da jetzt stand? Wirklich 10 Millionen Jahre, alle schimmeln rum, 1000 Leute. Wer wird gekillt? Ich, weil alle weggelaufen sind. Ich hab's nicht mal gesehen, wie die weggelaufen sind. Brr. Das ist ein richtiger Brr. Moment. Annika! Dankeschön für deine Gifte-Mitgliedschaft an Nintendo Saturi. Vielen Dank für den Support, ne? Dankeschön. Ey, Christina, hast du es überlebt? Oh, 5 Leute leben nur noch. Starke Runde von Apo RED. Junge, es ist unglaublich. Rudi, Lamborghini! Ey, Nico, wirklich, ich hab nichts gemacht. Ich werd immer beschuldigt. Es ist immer derselbe Dreck. Verdonis prägt dich wie Keksform, genau so. Oh mein Gott, der Orangene. Der Junge, er hat Stahleier. Das war ein guter Play. Das war ein richtig, richtig guter Play. Aber wobei, er muss jetzt den Schuh machen. Er hat's geschafft. Julia, von welchem Video? Ey, das hat mich aber gerade tierisch auf... Oh, Nikolas. Oh. Das hat mich aber gerade wirklich tierisch aufgeregt. Okay, 3 Leute leben noch.
Auf Moinos Kanal gibt's die Playlist von den ganzen Among Us-Runden mit dir, Hübi, Sifi, Vic, Mr. Feuerstachel und noch einigen mehr als Zusammenschnitt. Moino hat einen richtig guten Kanal. Oh mein Gott, ist das ein gutes Versteck. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Moino, der macht richtig coole Best-ofs dazu. Ja, die waren sehr unterhaltsam. So, MC Lord, Dankeschön für den Euro. Bruder, ich hätte Eier flattern, glaube ich. Alter, es war... Nein! Ah! Judy Jerry wurde erwischt. Er wurde erwischt, wie er auf dem Pausenhof mit Zigaretten gedealt hat. Das war sein Todesurteil. Seid nicht wie Julie Jerry. Oh! Knapp. Sehr, sehr knapp. Okay, jetzt geht's los. Der allerechte Insolvenzverschlepper. Nein, er hat doch sein ganzes Vermögen in Abu Dhabi mit seinem Monopoly-Geld. Sag doch sowas, Steffi. Okay. Zwei Leute. Oh, das könnte knapp werden. Das könnte sehr, sehr knapp werden. Okay. Der hat mich dreimal übersehen in der Ecke, ja. Aber beim vierten Mal hat... Was? Starke Runde. Starke Runde. GG. Sehr, sehr starke Runde. Well played. Weiter geht's, Friendos. Hell yeah, der Zug fährt endlich. Ist ein anderer Schaffner gekommen. Daher sage ich euch viel Spaß. Alles klar. Teddy, ne? Gute Heimreise. Danke fürs dabei sein und viel Spaß noch. Okay, next map. Paulus. So, der hat doch mit YouTube aufgehört. Macht Vic irgendwann wieder YouTube? Freunde, guckt doch einfach auf seinem Kanal vorbei. Freunde, bitte. Es kann so einfach im Leben sein. Bitte. Oh, sheesh. Wenn du Seeker bist? Du's ja, Sora, das kann man nicht entscheiden, dass es random, wer Seeker ist. Ah, nee, das kann man einstellen, ne? Oh, Alexa redet gerade mit mir. Okay, Freunde. Wir müssen abhauen. Tut, tut. Der sagt das nicht. Ja, Collinson, guck mal eine angepinnte Nachricht unter dem Video an. Freunde, ne, guckt das Video zu Ende. Ne, gönnt mehr als 2 Minuten Rotch-Time. Und dann sind alle eure Fragen beantwortet. Und guckt mal in die Kommentare. Dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Smart, oder? Hey, Leute. Hi, Leute. Germichir. Warum sind die Figuren so komisch? Das ist extra jetzt in dieser ersten Aprilwoche so gewesen als Prank. Uh-oh. Real Poster wurde hops genommen. Wird meine Mom morgen was für mich kochen? Ich kann sie ja selber fragen, aber ich frag dich lieber hier im Chat. Geil. Okay. Find's immer so geil, oder? Keine Ahnung, wenn ich gefragt werde. Ey, yo, David, woher hast du den Ava-Pub-Aufsteller im Hintergrund? Amazon. Yo, David, die Disco-Kugel. Amazon. Yo, David, wo hast du Klamotten? Nicht Amazon. Aber man findet alles im Internet. Es gibt, by the way, so einen richtig geilen Link. Erinnert mich nach der Runde mal, dass ich diesen Link hier reinsende. Den müssen wir eigentlich jedes Mal bei Fragen dann reinsenden. So. Sabrina, moin moin. Hallo. Bisher, gute Runde. Kann man so sagen, glaube ich. Okay. Dein Only, ja genau, mein Onlyfans-Link. Soll ich morgen zur Arbeit fahren? Ich könnte noch meine Chefin fragen, aber du bist seriöser. Also ich würde zu Hause bleiben. Definitiv. Ich würde zu Hause bleiben, Meister. Gern geschehen. Woher ist denn Shigi-Plüschi? Tatsächlich im Heidepark gewonnen. Beziehungsweise Luca hat auf süß... Hat ihn mir auf süß gewonnen. Der Chat ist wie meine Arztpraxis. Eben noch. Ich habe so Herzrasen. Liegt an den vier Tassen Kaffee am Nachmittag. MC Lord, dankeschön. Nico, leider nicht. Nein, leider nicht. Vielleicht wieder im Winter. LORD 207 ist ein taubes Nüsschen 1 Euro. Oh oh. Okay. Let's go. Alter, Junge, da, oh, 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 oh. Da wurde ein Versteck gefunden von einigen Leuten. Liegt das an den 4 Tassen Kaffee, die ich getrunken habe? Ich fass es nicht. Okay.
Ich bin back, wir rücken auf Englisch. Alles klar, Autobahn. Viel Erfolg beim Verschwinden. Ey, das ist die beste Runde bisher von mir. Wollte ich nur mal so sagen. Okay. Okay. Ich gucke auf zwei Plattformen, weil ich einen Code schnell eingeben muss. Ey, Kuss. So kann man es natürlich auch machen. Okay, Sonic wurde hops genommen. Wer ist der Rote hier? Wir beide haben viel Spaß mit unseren langen Hälsen. Dankeschön, Steffi. Kommt aus einer OG-Collection. Hast du noch Crush auf Sefi? 24-7. Ich träume jede Nacht von ihm. Jede Nacht träume ich von ihm. Okay. 5 Leute leben noch. Ich gehöre dazu. Jetzt beginnt der Druck. Wie Feuerwehrschläuche bei einem Feuerwehreinsatz. Ah, Christina, okay. Es läuft gut. Warum seid ihr so riesig? Ist so eine Aktionswoche von Amogus. Amogus. Cora, hallihallo. Und Riggler. Hallo. Hi. Ah! Wuhu! Hi! Ich mach den Schuh. Okay, Christina wurde nicht erwischt, wie es scheint. Also, wir wissen, dass der Killer da ganz unten ist. Juri, einen wunderschönen guten Abend. Ich kann auch zum Arzt gehen, wenn ich krank bin, aber ich frag lieber im Stream und gebe mein letztes Geld aus. Geld für gesundes Essen? Oder David das ganze Geld spenden? Natürlich das zweite. Jawohl, gute Runde. Aber GG, ne, den Seeker. Junge. Okay, warte, ich muss dir jetzt einen Link geben. Also, ne? Warte. Moment, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich hab einen sehr, sehr guten Link. Ich schicke euch jetzt einen Link. Das ist kein Virus, ne? Das ist kein Virus. Das ist ein sehr, sehr guter Link. Kann ich nur empfehlen. Würde ich mal reingucken. So auf süß. Alright, next round. Okay, letzte Runde. Dann neue Lobby und neuer Code im Chat. Let's go. Hey, huh, let's go. So, Lasagne ist im Ofen. Und der Abwasch gemacht. Jetzt kann ich den Stream genießen. Jawohl. Fantasia. So und nicht anders. Alter, Lasagne sogar. Bin ich schon ein bisschen neidisch, gebe ich zu. Und schön, dass du hier bist. Oh, TP Wuschel ist der Verräter. Janina, ich grüße dich doch. Nonsaptos, welcome to the stream. So, wo starten wir? Mal gucken. Also, TP Wuschel, einmal Stream ausmachen, bitte. Danke. Geil. Hi, Kotto. Hallo, bin neu. Dann, willkommen in der Community. Schön, dass du hier im Stream bist, ne? Ich hoffe, es gefällt dir. Hab das Video mit dem Schreien nicht gefunden. Zuschauer, fordere ich mich mit ganzer Trollwelt heraus. Na, ey, das war wirklich... Ich weiß ganz genau, welches Video das gewesen ist. Schrecklicher Hase. Kein Virus, ihr könnt mir vertrauen. Wir sind zu blöd für Google? Einige ja, leider. Oder zu faul. Nicht zu blöd, sagen wir zu faul. Einfach googeln. Ihr habt eine Frage? Google. Ihr wollt was lernen? Google YouTube. Ihr wollt wissen, wie... Oh. Wie Mathe funktioniert? YouTube. Google. Okay. Wann wäre die nächste Lobby? Nach dieser Runde neue Lobby. Hi. Oh, kann man gucken, wo der Imposter rumläuft? Oh, shit. Ich meine, oh Mist. Oh. Ah,
Bobby gesehen! Nein! Oh Mann! Ihr wollt sparen? Spendet David Geld. Oh, soll ich das Geld für die Weihnachtsgeschenke meiner Kinder investieren? Oder alles David spenden? Natürlich alles David spenden. Oh, Freunde. Ich kann das alles nicht mehr. Ich habe Schmerzen. Ja, guck jemand in der Dusche nach. Wir wollen wissen, wann nächste Lobby Google. Habe ich gerade zweimal erwähnt und erzählt, wann neue Lobby. So, Susanne, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Was geht? Rild. Dieser Langhalsmodus sieht so cursed. Schon, der sieht ein bisschen cursed aus, ne? So ein bisschen. Okay. Julie Jerry hat das Spiel verlassen. Wann mein Level? Martin, eines Tages. Und Marv! Dankeschön für 7 Months. Manf. Manfred. Mamfaxo. Mamf. Manforo. Manfen. Nein! Nikachu wurde hops genommen. Annika! Kannst du glauben? Annika, geh pennen. Also wenn du 31 Stunden wach bist, geh pennen. Gottes Willen. Danke für 2 Euro. Boah, sowas mache ich auch in 24-Stunden-Streams, aber danach fühle ich mich gar nicht gut. Soll ich das Geld Hübi spenden oder Schneide spenden? Natürlich, ja klar. Na Sabine, was fragst du denn? Was fragst du denn? Lies mal am Duden. Hä, Melli? Also Mario Maker geht fit, der Chat, würde ich sagen. Bei Mario Maker geht der Chat fit. Ne, liegt an euch, muss man sagen. Da haben wir inzwischen sehr kultivierte Gespräche. Ich glaube Fortnite, das ist das Schwierigste tatsächlich. So. Oh shit, Sonic wurde hops genommen. Ich muss kurz mal wieder mein Näslein putzen, auch süß. Tager, Kevin, ich grüße dich. Geil. Sieger wurde getötet. Näslein, geiler Spitzname. Ja, safe. Alright. Wisst ihr, warum meine Mitgliedschaft ständig storniert wird und ich das verlängern muss? Krieg regelmäßig eine Info. Was hast denn du an... also, wie zahlst du das denn? Vielleicht liegt es daran, an der Zahlungsmethode? Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen, warum. Was man gegen den Juckreiz beim Heilen machen kann? Fantasia, eincremen. Immer eincremen. Das hilft eigentlich meistens. Kommt drauf an, wie frisch ist dein Tattoo? Boah, ich muss wieder mein Näslein putzen. 4 Leute leben noch. Das sieht eigentlich nach einer guten Runde aus. Kann man so sagen. Okay, Freunde. Achtet nicht auf den Noise-Gate. Schön. Einfach schön. Mmh. Schmackhaft. Oh no, 2 Leute. Tattoo ist von Samst. Ja. Ey, Fantasia. Bisschen Tattoo. Vollkommen geheilt ist. Dauert locker 2 bis 3 Wochen easy. Man sagt 2 Wochen, ich würde sagen sogar einen Ticken länger. Also je nachdem natürlich, wie groß das ist. Let's go, gewonnen. Sheesh. Okay, GG an euch, die teilgenommen haben. War eine gute Runde, hat Spaß gemacht. Weiter geht's in der neuen Runde. So, eincremen, wenn es zu hätte, juckt, hau drauf. Ja, ja, also wenn es juckt, ist ja ein Zeichen, dass es zu trocken ist meistens. Deswegen immer... ich weiß nicht, wie oft du den Tattoo eincremst. Ich creme, wenn ich ein neues Tattoo habe, das alle 2 Stunden ein. Wirklich Retalk, alle 2 Stunden drüber. Richtig viel draufhauen, durchgehen. Damit hat man eigentlich keinen Juckreiz. Aber war zumindest bei mir so. Alright, Annika, vielen lieben Dank. So, neues Spiel, neues Glück, Freunde. Jetzt wird ein neuer Code hineingesendet auf ganz süßer Basis. Bestätigen. Mein Tätowierer hat gesagt, bitte nur einmal, nee, Fantasia, Schwachsinn. Fantasia, mein Tätowierer, und ich kann dir das sagen, ich habe 4 Tattoos inzwischen, so ein bisschen den Arm full und demnächst kommt was Neues. Alle 2 bis 3 Stunden
Wirklich, weil ansonsten juckt's, wenn du es länger nicht eincremst. Mach's aber nicht dick mit einer ganz dünnen Schicht, ne? Ganz dünne Schicht meistens, 2 Stunden, 3 Stunden, dann wieder eincremen. Und genau deswegen juckt's. Einmal am Tag juckt wie sonst was, ne? Das, was Sophie schreibt, man kann nie genug eincremen. Immer drauf damit. Es gibt da nicht zu viel, weil deine Haut ist ja ultra gereizt deswegen. Bald Face-Tattoo. Hier, so das Casio-Uhrzeichen, so schön Casio. Dann hier meine Postleitzahl. Und was mache ich hier hin? Reed. Unser Rickler, der in meinen Mund läuft. Oh, bro. Vielen Dank für den Tipp. Ey, Fantasia, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, Juckreiz ist ein Zeichen dafür, dass du trocken bist. Sie hat mir von DM diese Tattoo-Creme gekauft. War ganz gut. Wenn es zu krass gejuckt hat, habe ich auf meine Hose. Tattoo ist auch Oberschenkel. Okay. Mit der flachen Hand draufgehauen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, wieso sehe ich den Code nicht? Weil ich den Code noch nicht reingesendet habe. Freunde, wann darf man wieder mitmachen? Wenn du einmal ist nicht schlimm, kannst verstehen. Am besten, wenn du warst ja vorhin in der Lobby dabei, dann lass erstmal anderen den Vortritt, ne? Also wenn wir die Lobbys nicht mehr voll bekommen sollten, dann werde ich Bescheid geben. Yes. Banana Colada, das wird sogar noch passieren, ja. Das wird sogar noch passieren. Freue ich mich schon. So, Alla Timmy, ich grüße dich doch. Also, Freunde der Sonne. Ich hoffe, ihr seid ready. Der neue Code wird reingesendet, ne? Bitte, auf ganz entspannter Basis. Er wird jetzt reingesendet. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Bam. Mein Tattoo geht über den gesamten Oberarm, aber ich gehe jetzt erstmal, ja, safe. Alles eincremen. Wie gesagt, einmal am Tag, viel zu wenig. Alle 2 bis 3 Stunden mindestens. Safe. Immer drauf damit. Vor allem, wenn das der ganze Arm ist, ne? Dann auf jeden Fall, wenn das der ganze Oberarm ist. So, wurdest du gehackt? Du hast schon nie nur in den DMs so unseriöse Codes gesendet. Demnächst einfach so Tesla-Stream hier. So, dann überprüfen wir mal wieder, wen wir hier gleich rausschmeißen. Ich freue mich schon. Ich glaube, es müsste passen. Ich bin mir bei MaxiCraft ein bisschen unsicher. Er war nicht am Anfang vom letzten dabei, aber die Namen scheinen alle passend zu sein, ne? Okay, ich appelliere immer an euer Gewissen. Jeder, der schon, ne, schon dabei war und seinen Namen abgeändert hat, passt auf, denn wenn ihr euch die Hände wascht, demnächst, wisst ihr, was dann passieren wird? Die Ärmel werden runterrutschen und das gönne ich niemanden. Außer Leuten, die mehrmals mitmachen und so den Platz für andere wegnehmen. Okay, also, neue Runde, neues Glück. The Fungal. Los geht's. Hi, bin gerade wieder. Hi, bin wieder da, war gerade weg, weil ich gespielt habe. Alles klar, Maxi. Welcome back. Let's go, der Hase. So. Bitte mach dich vertrauter, sonst kann ich dir nicht vertrauen. Okay, Meister. Let's go. So. So, alles gut, David, kann nicht schlafen, bin nicht müde. Okay, Annika, wenn du nicht müde bist, aber trotzdem leg dich am besten hin, ne? So, vielen Dank nochmal für die 2 Euro von vorhin, by the way. So, Corleuro ist dran. Er ist der Verräter, Dicker. Tschüss. Okay, ich brauche definitiv eine neue Strategie für diese Runde. Ich glaube, hier unten geht's lang. Yeehaw! Und schön nach oben. Dako! Danke für deine Streams und Videos, David. Ich werde mein Erstgeborenes dann hier benennen. Dauert aber noch 8 Monate. Bro, Dako. Also, ich weiß ja nicht. Also, es wird mich natürlich, Real Talk, es wird mich ultra ehren. Also, muss ich so sagen, ne? Aber ich hoffe natürlich, dass es mit der Partnerin in Ordnung ist, ne? Vielen Dank für die 5 Euro, für die lieben Worte. Ich hoffe, dass das alles so passt, ne? Mini-Adonis. Alter, aber man muss sagen, wenn es ein Junge wird, er wird krass. Er wird ziemlich krass mit dem Namen. Das muss man mal so sagen an der Stelle. Trick und Track sind noch voll auf den Sack. Du bist eine Ente. Ey, Meister, vielen Dank für die 5 Euro. Danke für deine Streams und Videos, David. Ich werde mein Erstgeborenes nach dir benennen, dauert aber noch 8 Monate.
Ey, aber erstmal Glückwunsch, ne? Ich stell mir das richtig krass vor, wenn man so weiß, yo. Wo wir hier alle rumschimmeln. Annika, dankeschön. So, ne? Ich stell mir das richtig krass vor, wenn ich so weiß, yo. Man wird Vater oder Mutter, ne? Das ist, muss, glaube ich, ein unglaubliches Gefühl sein. Annika, kannst du meine Machen, Herausforderungen, meine... Junge, war das knapp. Oh, oh. Digga, hier sind ja alle tot. Ach, er kam hoch. Cool. Oh, man. So, und genau, das war eine 1. April-Aktion, Freunde. Ganz entspannt. Hallo, Langhals. Ich folge dir einfach mal ins Labor. Auf süß. Okay. Hab's gerade erst erfahren. Alter Daco, herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott. Ey, das ist ein richtig, richtig krasser Moment, ne? Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, das ist süß. Ja, das Leben wird sich ab jetzt ändern. Aber auf eine sehr positive Art und Weise. Einfach so ein kleines Wesen bei sich zu haben, wo man so weiß, so, yo, das ist mein Wesen. Wie so ein Pokémon, was man bekommt. Okay. Ey, wirklich, GG, ne? Herzlichen Glückwunsch. GG. Herzlichen Glückwunsch, Meister. So. Okay. Weit und breit kein Imposter. Beziehungsweise Killer. Hier konnte man sich auch krass verstecken. Okay. Wenn ich das Ding Wir spielen jetzt Strategy, okay? Nein, der hat mich gesehen! Och, Mann, oh! Ich dachte jetzt so, richtig sneaky-meaky mache ich das jetzt, ne? Junge, ist das schwierig. Habt ihr meine krasse Strategy gesehen? Reed. Schön. Heike Otto, vielen Dank für die lieben Worte, ne? Dankeschön. Ah, Schmutz, Digga. Das war nicht so nice. Na, du Average Enjoyer, alter wilder Dude. Wenn ich deinen Namen im Chat sehe, ne? Schlägt mein Herz einfach höher. Aber auf dieser süßen Basis, weißt du? Okay, Lil Urgel wurde hops genommen. Gelurgelt wurde er. Streamst du auf Twitch? Yes, 2x die Woche. Du hast den Abo gemacht, wenn er das Finanzamt besucht. Geil. Okay, 5 Leute, 40 Sekunden. Was macht denn der hier? Komm schon, zieh durch. Nicht nur auf einer Stelle sein. Was das ganze Tag nicht gut im Poster spielen, Kapi? Ey, Daco, sehr, sehr gerne. Also, sowas zu hören ist richtig, richtig schön. Da freue ich mich immer mit. Wirklich. Weil ich mir das so krass vorstelle. Also wirklich. Junge, der ist aber krass am Plane hier, ne? Kannst du mal mit PewDiePie streamen? Ich schreibe ihn an. Mal gucken, wann er Zeit hat. Danach streame ich mit Post Malone. Post Malone streamt ja wirklich auf Twitch, ne? Habe ich letztens random gesehen. Alla GGGGG. Weiter geht's. So, jetzt kommen wir wieder in die Lobby, wo man als Imposter eigentlich eine gute Chance hat, ne? So, the Fungal. The Skeld. Let's go. Als ob er streamt. Ja, ja, der ist richtig krass in Valorant. War das Valorant, was er gespielt hat? In irgendeinem Game scheint er richtig krass zu sein und das streamt er halt. So. Okay. Here we go. Alter, Gamer Linus ist der Verräter. Am Wein und mit einem Kartoffelsack. Let's go. Oha, Velo. Ja. Der redet währenddessen nicht viel. Der ist richtig concentrated, aber ich habe da mal reingeguckt. Ja, der streamt, glaube ich, vielleicht einmal im Jahr oder so. Keine Ahnung. Alles klar. MC Lord, ich wünsche dir einen schönen Abend, ne? Hau rein. Hallo. Okay, da Evid wurde hops genommen, weil fehlender Umlaut. Ja, Freunde, das wird wieder wunderbar werden, wenn wir hier alle rumschimmeln, ne?
Okay, Stackkill. Er kann nur einen. Okay, eigentlich kann er alle bekommen. So, mehr Likes als Zuschauer. Das passiert gelegentlich. Aber Fabiola, ich grüße dich. Bupsi. Eigentlich muss man auf dieser Map immer in Bewegung bleiben. Bin auch zumindest Sport. Gut, richtig gut. Ich bin später wieder beim Sport. Aktuell sehr aktiv. Ey, Julia, ich sag's dir. Also, keine Ahnung, kann auch sein, dass er öfter streamt, aber ich hab's nur einmal wirklich aktiv so mitbekommen. Okay. Hä? Was? How? War nicht gerade noch unten? Alter Schemmi, ich hoffe, das Training war gut. Gut. Würde mich aber auch verabschieden. Alles easy. Nikolas, ich wünsche viel Spaß beim Gucken und so, ne? Haben Sie Spaß. So. Hast du eigentlich den Abenteuermodus bei Super Mario Maker 2 gezockt? Nein. Du meinst den Story-Modus, ne? Ich habe damals, glaube ich, mal reingeguckt, aber es war nicht so meins, glaube ich. Was genau trainierst du? Heute ist Push. Vorgestern war Pull und Samstag Beine. Yeah. Denkst du, kommt Odyssey 2? Nein, ich glaube, es kommt ein komplett neues Mario. Also wäre krass ein Odyssey 2. Ich sag's, wie es ist, aber ich glaube, es wird was komplett Neues kommen. Was ist Push? Brust, Schulter und Trizeps. Oh, sheesh. Ich komme die ganze Zeit nicht rein, seit Anfang dieses Streams. Hacker Gaming. Ich habe am Anfang des Streams was dazu gesagt. Kannst du dich erinnern? Oh shit. Oh sheesh. Oh sheesh. Oh sheesh. Oh sheesh. Zwei Leute leben noch. Das kann eine gute Runde. Wie viele Übungen machst du bei Push? Drei Brust. Zwei Schulter. Ein Trizeps. Ich glaube, ich habe nichts verpasst. Oder vier Brust? Nee, drei Brust. Oh, Alter. Gamer Linus, starke Runde. Gamer Linus, das war eine extrem starke Runde. Split. Split. Ja, sechs Übungen. Also mehr braucht man auch nicht, ne? Also eine Stunde Training reicht vollkommen aus. So. Okay. Dann neue Runde. Das war sehr, sehr strong. Sind nicht mal in die Verlängerung gekommen. Okay. So. Meine Tochter ist 8 und selbst die hat das damals mehrere Streams abgewartet, ohne zu weinen. Schaffst du? Guck mal, Hacker Gaming, ne? Da kannst du doch ein Beispiel nehmen. Was für Übungen machst du im Detail? Einmal mit Kurzhanteln auf der Bank. Also quasi nicht Bank drücken, sondern Bank drücken mit Kurzhanteln. Dann einmal, ist das negatives Bankdrücken? Also quasi Bankdrücken, wo du halt, so ein bisschen nach oben liegst. Und dann einmal Butterfly, dann Schultern, Seiten heben plus Schulterdrücken und Trizeps am Seilzug. So, mal gucken, ob ich diesmal überlebe. So. Schrägbank drücken, genau. Es gibt's auch negatives? Negatives Bankdrücken ist, glaube ich, wo man so liegt, ne? Also runter. Es gibt ja mal oben und runter. Alright. So. Heike, mir geht's hervorragend. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Martin, perfekt. Seid wie Martin, Freunde. Zockst du auch Princess Peach Showtime? Eines Tages ja, aber aktuell nicht, nee. So. Boah, mal wird's ein neues 3D Mario Galaxy. Ja, okay, Mario Galaxy ist ja eh 3D, ne? Wäre ein Video wert? Ja, ich glaube aktuell noch nicht, nee. Also ich glaube, ja, es gibt genug Videos dazu im Internet. Also vom Training und so. Okay. Diesmal nicht, Maestro! Yeehaw! Alter. Was geht, Leute? Hi, Germich hier.
Melanie, welcome to the community. Schön, dass du hier bist und ich wünsche super viel Spaß. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Halt dein Maul, als ob man direkt so eine Runde geht. Come on. Schmutziger. Naja. Interessante Leute hier heute. Sehr diplomatisch. Ich bin meinem David-Versteck gestorben. No. Alles lebt nur noch einer. Jetzt haben wir sehr, sehr krasse Imposter hier, ne? Nein, als ob, Digga, was? Nein! Oh, schade. Ich dachte gerade schon. Wow, crazy. Wie Jay-Z. Afrikaner, dankeschön für die Memberschaft und Dako. Ey, vielen Dank euch beiden. Rudi, Lamborghini. Afrikaner, vielen lieben Dank für den Support, Maestro. Und Dako, ich gehe erstmal raus. Ich muss das noch verarbeiten. Ich danke nochmal an alle aus dem Chat und auch dir, David. Ihr seid wirklich die Besten. Ey, Dako. Vielen Dank für die 5 Euro, Maestro. Nochmal herzlichen Glückwunsch, ne? Feiert schön. Lasst es erstmal auf euch wirken, diese Neuigkeit. Richtig, richtig schön. Habt einen geilen Abend, ne? Sau cool. Muss uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Let's go. Okay. So, da wechseln wir mal die Map. Paulus. Und weiter geht's. Sophie, ich sag's dir. Aber ich wünsche dir morgen einen richtig geilen Tag, ne? Ist schon irgendwas geplant? So, wenn ich fragen darf, welche Runde ist das? Keine Ahnung, dritte? Verti ist der Verräter. Okay. Okay. Let's go! Mal gucken, ob wir uns diesmal ein bisschen besser... Ja, wobei, war das die eine Runde, wo ich gewonnen hab? Es gab irgendeine Runde, wo ich gewonnen hab vorhin. Das war eine gute Runde. Eine seltene Runde. Yeehaw. Hallo. Also, an Verti einmal einen Stream ausschalten, bitte. Okay. Mein damaliger Fotograf hat mir seine Tochter nach mir benannt. Irgendwie fühlt man sich geehrt. Ja, Melli, so beides, ne? Es ist irgendwie... Du weißt so, yo. Sie hat den Namen wegen mir. Okay. Okay, Iron Mouth hat Spiel verlassen. Ciao, Iron Mouth. Keiner spricht mir über Mario vs. Donkey Kong. Leider gibt's viele Spiele von Nintendo, die irgendwann in der Vergessenheit versinken. Leider. Du musst aufpassen, ist jemand, der auf das Ende der Runde wartet und schnell reingeht. Ja, also leider kann ich da nicht aufpassen. Deswegen muss ich an alle schnell appellieren. Ihr müsst so schnell wie möglich wieder in die Lobby rein, weil es einige Sniper-Leute gibt. Hacker Gaming, dankeschön. Das freut mich zu lesen. Real Talk. Also ich finde das voll krass, wenn Leute das so schreiben, weil man selber realisiert das natürlich nicht. Yep. Bro, never. Haben da Leute überlebt? Wow. Okay. Hallo. Das ist ein gutes Versteck. Alle sagen das. Tilo, was geht? Momentan gibt es generell nichts Cooles für die Switch, oder? Ich find's nur nicht. Ja, das ist leider das Problem, was man vor allem auch als Nintendo-YouTuber irgendwo spürt, ne? So contentmäßig, ne? Leider. Ja, aber wie gesagt, die Switch 2 kommt, Freunde. Die Hoffnung ist da. Okay. Maxi Crawford Hops genommen. MC Mickey, danke, danke schön! Ich bin cringe! Was ist Scheiß? Du steckst mir dein Money in den Rachen? Dafür lässt es Goofy jetzt so richtig krank! Okay, voll Risiko! Doch, springt voll Risiko! Zerfetzienstücke, da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke! Tick, Trick und Track sind noch voll auf den Sack! Du bist eine Ente wie Donald Duck! Das kann's mit 5 Euro. Ich geh erstmal raus, ich muss das noch verarbeiten.
Daku, habt einen richtig, richtig schönen Abend. Und auch dir, David, ihr seid wirklich die Besten. Was? Oh! Markus, ich grüße dich doch! Fantasia, danke für 10 Euro! So, Freunde, ich muss mich leider schon wieder verabschieden, da ich zum Nachtdienst muss. Oh, viel Erfolg und viel Spaß. Vielleicht schaue ich später nochmal rein. Seid lieben zueinander und habt noch viel Spaß. Ey, vielen Dank für den fetten Support. Heilige Makrele. Fantasia, ne, da muss ich auch den Finger heben. Bitte passen Sie auf, ne? Dankeschön. Vielen Dank für die 10 Euro und habt eine schöne Nacht, einen schönen Nachtdienst, ne? Oh, sheesh. Einfach nur, oh, sheesh. Oh, ups. Ups. Eine schöne Schicht. Luca, moin moin. David Goat, Alter, Ehrenname. Okay, 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 okay. Let's go. Was kann ich tun, wenn mich andere Leute aufziehen, weil ich laut denen nichts kann? Das mich leider auch stark beeinflussen. Luca, das ist eine coole Frage. Erstmal tut es mir natürlich leid, dass es solche Menschen gibt, die das machen. Aber leider wird es immer Menschen geben, die andere aufziehen. Gibt ein paar Dinge, die ich dir dazu sagen kann. Oh, shish. Klar, dass das passiert am Ende, ne? Schade, Marmelade. Jetzt will ich die Farbe verlieren. Punkt Nummer 1, musst du dich immer fragen, warum ziehen Menschen andere Menschen auf? Also alles, was Menschen tun, hat ja einen bestimmten Grund. Und bei diesen Menschen hat es erstmal den Grund, dass sie selber mit sich nicht zufrieden sind. Ne, die meisten Menschen, oder ich würde sagen alle Menschen, machen andere Menschen runter, damit sie sich selber besser fühlen in dem Augenblick. Bedeutet, Menschen, die dich runtermachen, denen geht es selber echt nicht gut. Oder haben selber Sachen, die sie verarbeiten müssen. Punkt Nummer 2. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, erstmal GG, war eine gute Runde. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass jeder Mensch, den du kennenlernst, jeden Menschen, den ich kennengelernt habe, hat eine Fähigkeit oder eine Sache mindestens, die er besser kann als ich. Und mit diesem Mindset muss man in die Welt hinausgehen, dass man weiß, yo, keine Ahnung, ich begegne jetzt Person XY und ich weiß von Person XY, yo, diese Person kann mir irgendwas beibringen. Irgendwas kann die Person mir mitgeben. Und du bist auch so eine Person. Du wirst irgendwas deutlich besser können als die. Deswegen lass dich nicht von solchen Vollaffen runterziehen. Und du bist cool, wie du bist, Meister. So, die Dinge kann ich dir mitgeben. Genau. Und wenn du dir das irgendwie probierst einzuprägen, genau diese Gedanken, wird es dir deutlich besser gehen. Und was mir sehr stark geholfen hat, mit Hate oder sowas umzugehen, ist Humor. Ist definitiv Humor. Also, sich selber auf die Schippe nehmen. Sich selber nicht allzu ernst nehmen, wenn andere Leute sagen, keine Ahnung, du hast eine große Nase beispielsweise, dann sagst du so, ja, liegt daran, dass ich einen großen Johannes habe, beispielsweise. So, das ist, glaube ich, der beste Weg, mit sowas umzugehen. Und das rate ich auch jedem, geht mit Humor um, nehmt euch selber nicht allzu ernst, dann klappt das viel besser. Die Dinge kann ich dir mitgeben. So. Ich hoffe, das hat irgendwie geholfen. So, und jetzt erstmal die Map abändern, ne? Wir waren gerade bei Polos, ne? Dann gibt's noch Airship und dann letzte Runde. So, wünsche euch einen schönen Abend. Meine Oma will mit mir Karten spielen. Alter, Hydrax, viel Spaß euch beiden. Let's go. Und stay hydrated und so, ne? Okay. Let's go. Ich habe einen Crush, aber ich weiß nicht, wie ich sie ansprechen kann und ich habe Angst, dass ich von ihrer Freundin ausgelacht werde. Wenn ich gekorbt werde, könntest du mir vielleicht ein paar Tipps geben? Oh! Oh, gleich dieses tiefe Thema, aber jetzt muss ich erstmal wieder Müll aus mir rauslassen. Schon echt toller. Melli, alles easy. Vielen Dank, ne? Und Anti, Dankeschön. Und Luca, das freut mich doch. Wie gesagt, ne? Denke mal dran und dir wird's besser gehen. Hundertprozentig. Das hat mir auch sehr stark geholfen. A la Fantasia, vielen Dank. Und Afrikaner, genieße die Spezi-Dosen. Danke für die 2 Euro. So, aber erstmal wieder. Hier ist der Umlautmann. Hallo, Freunde! Ich bin sowas wie ein Centaurus oder so. Ich hab 4 Beine.
Freunde, Markus, ich muss das ist leider schon wieder verabschiedet. Suffer Danger, viel Spaß. Zum Nachtdienst muss. Das ist eine Aprilaktion. Erste Aprilaktion. Seid lieb zueinander und habt noch viel Spaß. Kleiner als drei. Okay. Alter, wie kann es sein, dass ich niemanden... die chillen wieder alle um, ne? 100%ig chillen alle wieder oben. Es ist doch immer wieder dasselbe. So. Ah, Bingo! Yeah. Oh, hi. So, zwei haben wir schon mal. War hier noch jemand oder habe ich mir das nur eingebildet? Nee, Einbildung ist auch eine Bildung. Oh, Niklas, lange Nachricht. Ich kann die gerade nicht lesen. Pardon dafür. Ich werde es gleich wieder vorlesen in einer ruhigen Runde. Vielleicht kannst du die Nachricht kopieren. Hä? Oh, da hat jemand die Türen extra aufgemacht. Warte mal. Krass. Okay, irgendwer muss hier auf jeden Fall in der Nähe sein. Und irgendwer macht währenddessen noch Tasks. Tasks. Oh, hey. Tschüss. Das war, glaube ich, Verti, ne? Nein! Ja! Geil! Gerade so erwischt. Heilige Makrele. Okay, drei Leute haben wir schon mal. Hier ist chillt niemand. Okay, wir gehen erstmal oben rechts hin. Da chillt wieder die große Meute. Ich sag's, wie es ist. Alles klar, Shane. Ich freue mich schon. Da Ewig hat das Spiel verlassen. Warum das denn? Na ne, wir kommen, glaube ich, nur zur linken Seite da irgendwie hin, ne? Nope. Junge, die Musik pfeffert so anders rein. Oh, bruh, das ist keine gute Runde. Ich sehe niemanden. Oh, hey! Hallo? Hier waren zwei. Ich wusste, dass hier direkt einer ist. Schade. Okay, hier oben? Hundertprozentig? Digga, es ist doch jedes Mal derselbe Müll. Es ist doch jede... Was soll man denn machen? Hi. Dankeschön. Danke fürs... Oh, hi. Danke fürs ehrliche Spielen. Vielen Dank. Okay. Keiner schimmelt hier rum. Among Us. Ey, verlass doch nicht das Spiel, Freunde. Kannst du nochmal von 300 runterzählen. Ja, aber Shane wollte 100 Euro spenden, Freunde. Das macht er bestimmt. Oh, shit. So. Du bist an mir vorbeigegangen? Ich finde niemanden. Ich finde original. Ja, wobei, wir haben ja schon ein paar. Es leben noch, mach mal, 6, 7. 7. Die Hälfte habe ich. Okay, und los geht's, ne? Ja. Oh, jemand schilt in der... Oh nein, hallo! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Na, das ist eine schmutzige Runde. Dreckige Runde. Jemand ist im Laderaum. Jemand schilt im Laderaum. Jemand ist in der Lounge drin. Okay. Muss jemand sein. Im Laderaum. Oh, die bewegen sich zu schnell. Hilfe! Okay, irgendwo in der Arztpraxis. Elektrik ist so dreckig. Oh, hey! Hallo? Hallo! Okay, es sind ja 5 Leute, schwierig. Schade, ich würde eigentlich sehr, sehr gerne mal so eine Runde gewinnen. Hier oben? Hier ist Johnny! Afrikaner, vielen lieben Dank, ne? Ein gutes, ja, okay. War eine gute Runde, 5 sind übergeblieben. Bedeutet, 9. Wieso ist bei dir Disco? Das ist, Live is a Party! Ein taubes Nüsschen, 2 Euro. Do-day, ey. David, ich habe mir 24 Spezi-Dosen gekauft. Okay.
Ja, let's go, ne? So, warte mal, Spiel verlassen. Denn neue Lobby, neues Glück. Oder so. Okay. Wenn wir schon mal in Real-Life-Sachen sind, was hältst du vom Ghosting? Also wenn der mögliche zukünftige Partner einfach ohne irgendein Zeichen verschwindet und was hilft, um schnell davon loszukommen? Warte mal, was hältst du vom, also, der was heißt der möglich zukünftige Partner in deinen Augen? Das musst du genauer definieren, Bro. Meinst du einfach Kennenlernphase, du verstehst dich, keine Ahnung, mit einer Frau und die Frau antwortet nicht mehr, so nach dem Motto. Und alle Herzen singen. Ey, Lukas, hat Spaß gemacht, ne? Danke fürs Mitmachen. So, neue Runde, neues Glück. Und diese Fangel mal wieder, ne? Jemand, auf den du stehst, ja. Heißt, für mich, sie hat kein Interesse. Es kommt immer drauf an. Also. Okay, cool. Neues Spiel, bitte. Aber im Allgemeinen, wenn jemand dich ghostet, dann ist das so. Menschen, die gehen wollen, dass du gehen. Was dagegen hilft, dein Leben leben. Dein Leben leben. Ich sag's immer wieder, also ich kann jedem empfehlen, sich eine Sache im Leben zu suchen, für die du komplett brennst. Und dann ist es egal, ob dich jemand ghostet oder nicht, weil du dir so denkst, okay, ist in Ordnung, ich mach mein Ding. Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten, eben. So, es ist dein Leben und du brauchst keine anderen Menschen, um glücklich zu sein. Du stehst auf sie, sie steht auf dich, gibt eindeutige Zeichen und das Ganze geht über lange Zeit. Dann, wenn sie sich nicht mehr meldet, ja, es ist, wie gesagt, also, Dating heutzutage, ich weiß nicht, wie es früher war, aber heutzutage ist halt so, Menschen probieren sich immer sehr heftig rar zu machen, das finde ich auch immer sehr kompliziert, wenn man nicht einfach mit offenen Karten spielt. Aber es ist so, Dating ist eine Art Katz-und-Maus-Spiel für viele. Das ist wie so ein Strategiespiel. Das ist wie Schiffe versenken. Was ist mein nächster Zug? Was mache ich als nächstes? Ich kenne zum Beispiel viele oder habe von vielen aus meinem Umkreis auch gehört, so, yo, keine Ahnung, sie hat sich nicht gemeldet. Ich schreibe jetzt auch 2 Tage nicht mehr. Ich lasse sie zappeln und dann hat sie sich danach viel öfter gemeldet. Umgekehrt genauso. Ich persönlich würde einfach sagen, chill nicht den ganzen Tag am Handy. Achte nicht drauf, ob sie dich ghostet oder nicht. So, wenn sie schreibt, schreibt sie. Mach dein Ding. Und alles andere wird von alleine kommen. Das ist der beste Rat, den man, glaube ich, einem geben kann in so einer Situation. Okay. Von daher, Freunde, bevor ich den nächsten Code reinsende, gehe ich erstmal ganz kurz pinkeln. Denn ich habe ordentlich wieder Wasser gezündet. Und solange wird Thomas mit euch reden, um die Spannung zu erhöhen für die nächste Runde. So, Personen, die andere Personen ghosten, sind voll von Selbstzweifel und nicht in der Lage, Tacheles zu sprechen. Ja, das zeugt von Unsicherheit. Das, was Stiggy sagt, Freunde, einmal einprägen. Habt ihr mich vermisst? Nein? Okay, ist in Ordnung. Ist voll in Ordnung. Let's go! Alright. Ah, Hilfe! Boah, Digga, da wackelt erstmal alles. Ach, du warst weg?
Schön, okay, neuer Code, neues Glück oder so. Freunde, wie immer, seid nicht traurig, wenn ihr nicht reinkommt. Wir geben uns Mühe. Ja. Was ich nicht verstehe, sie ziehen mich auf, aber wieso fragen sie mich nicht einfach, ob ich ihnen helfen kann, wenn sie Probleme haben? Luca, weil sie selber nicht wissen, dass sie Probleme haben oder irgendwelche Selbstzweifel. Sie wissen es ja selber nicht. Sie wissen es selber nicht. Deswegen, also, ne, stehst durch, hast die Hände gewaschen, natürlich, Meister. Also, ich persönlich würde, wenn du dich sicher fühlst, ich glaube, womit solche Leute nicht rechnen ist, wenn man einfach fragt, yo, geht's dir gut oder warum machst du mich runter? Ich glaube dann, wenn man so eine Gegenfrage stellt, sind die meisten erstmal voll perplex. So, hä, wie, warum? Ich glaube, also, ja, das würde ich raten, wenn du dich selbstsicher fühlst. Tatsächlich. So, Mehlhygiene wie Momo. Na klar, hast du vernünftig abgewischt? Sonst bist du, ich war ja nicht kacken. Guck mal, wenn ich kacken gehe, Freunde, jetzt, Geschichten, brauche ich locker 15 Minuten, weil das ist immer so ein heiliger Akt. Okay, Freunde, Code wird reingesendet. Bedienen Sie sich. Menschen, die dich ghosten und denken, du bist nicht wichtig genug, du hast ihn nicht, das hast du nicht verdient. Eben, genau so ist es, ne? Genau so ist es. So, deswegen, Friendos. In meiner Schule war es Gruppenzwang, einzeln waren die total nett. Aber krass ist es, wenn man sich gegen den Gruppenzwang stellt. Dem Mutigen gehört die Welt. So, moin, hat mal wieder Zeit, um einen geilen Stream zu schauen. Alter, Sophie, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich denke, dann würden die auch nicht ehrlich antworten, aber denkst du, dass wirklich jeder, der andere runtermacht, Probleme hat? Zuma, welchen Grund gibt's, andere runterzumachen? Welchen Grund würde es geben? Wenn ich top zufrieden mit meinem Leben bin, es läuft alles, einfach geil, ich genieße jeden einzelnen Tag und bin einfach glücklich, ich bin aus tiefster Seele glücklich, warum sollte ich jemanden runtermachen? Wenn ich so das geilste Leben hätte, wo einfach alles läuft. Will ich mal nur so in den Raum stellen. So. Okay, warte mal. Wir gucken mal wieder, wer alles hier dabei ist. Chaos Yoshi, Maxi Craft, du musst raus, Bro. Du warst schon drin, du warst drin. Keine Ahnung, aber vielleicht macht's den Spaß. Aber warum macht's jemanden Spaß, einen runterzumachen? Was ist daran spaßig, jemand anderen ein schlechtes Gefühl mitzugeben? Eifersucht? Eifersucht würde auch wieder zeigen, ne? So, erstmal Maxi Craft raus, genau. Lina war auch schon. Okay, Freunde, da hören einige nicht zu. Lulu hat das Spiel verlassen. Okay. Lina war auch schon. Lina, sorry, du warst schon drin. So, jetzt muss ich auch mal was schreiben. Ich habe mich jahrelang gegen den Gruppenzwang gestellt, habe immer das gemacht, was ich wollte, beziehungsweise habe das oder den gemocht, den ich wollte, beziehungsweise will. Ja, gegen Gruppenzwang stellen ist immer das smarteste. Safe Call. So, mach das, worauf du Bock hast. Nicht, worauf die Gruppe Bock hat. So. Ist hier noch irgendwer drin, der bereits drin war? Ich glaube, das passt dann, ne? Die anderen Namen kommen mir relativ neu vor. So, der ApoRed ist zum dritten Mal drin und heißt jetzt Franz. Bist du dir sicher, Nico? Wie machst du das fest? Ja, wobei, er hat immer dasselbe Outfit an, ne? Er hat immer dasselbe Outfit an. Ah, Birne, freu mich, dass du wieder back bist. Ehre, Ehre. Ey, Manu, yo! Vielen Dank für die Plus-Memberschaft. Danke für deinen Support. Ey, Rudi, super lieb. Ne? Lamborghini. Dankeschön. Okay. Ich hoffe, ihr seid ready für neue Runden auf ganz süßer Basis. Let's go. So, wir starten wieder mit The Jungle. Nee, The Fungle. Ich muss immer an The Jungle denken. Ey, Manu, du bist mir sympathisch. Manu, wie kommt's? Yippie-yay. Was passiert? Alter! Der Riggler, ich wusste es. Franz wechselt ganz schnell. Ja, wir schmeißen Franz nach der Runde raus. Hat er sein Outfit gewechselt? Ja, wir schmeißen Franz nach der Runde raus. Ey, Franz, ne? Ich wünsch dir, dass beim Händewaschen deine Ärmel runterfallen. Und das ist Hardcore, Mann. Okay. Wir machen jetzt Annie.
Nein! Daneben nicht. Diesmal funktioniert meine Strategie. Glaube ich. Hoffentlich. Dankeschön, Sandro. Und hört darauf, was Melly schreibt. Ist das eine Mod? Nee, Macronic. Das ist eine April-Aktion von Amogus. Hey, das wollte ich gar nicht. Ist er irgendwie rübergelaufen? Okay, weit und breit. Und was? Typisches Beispiel gegen Gruppenzwang. Meine damaligen Mitschüler haben es mit Mobbing versucht, da ich damals stolzer Tokyo-Hotel-Fan war und heute nach 22 Jahren immer noch bin. Hä, Bro, hör doch, was du willst. Hä? Ich kenne das. Ich habe damals Big Time Rush gehört. Das fanden die meisten Jungs auch nicht so cool. Und haben mich damit aufgezogen. Das fanden sie gar nicht cool. Aber du, ey, wenn dir Mucke gefällt, so what the fuck? Ist doch, also man soll doch hören, was man will. Also, von daher ist alles richtig gemacht. Und ich meine, wer, Bill oder Tom, wer ist mit Heidi Klum jetzt zusammen? Wollte ich nur mal so in den Raum stellen. So. Wie viele Spielkonsolen hast du? Tom, okay. Ich habe eine Switch, eine PlayStation 3 und eine Wii U. Ja, und eine PlayStation 2. 3 und 2. Und ein 2DS. Okay, 4 Leute wurden Obsterino genommen. Nur 2,5 Stunden was? Ich glaube, so lange mache ich heute nicht mehr selber Nuss. Ich glaube, so lange leider nicht. Mach mehr Among Us Videos. Es kam bisher ein Among Us Video auf diesem Kanal. Bin so schlimm mit Mobbing, vor allem alles wegen verschiedenen Geschmäcker. I mean, sorry, aber was juckt's? Ja, eben. Aber Bella, es ist halt so. Wie gesagt, ne, meine Vermutung ist einfach, ich denke mal drüber nach, warum Menschen das tun, was sie tun. Yo, ich bin Franz, ich hab nach Runde, wo ich gewonnen habe, ausgemacht. Also warst du schon drin, Planter Inkling, als Apo Red? Oh, Massaker hier oben. Also ist ja gerade selber zugegeben, Maestro. Die zweite Runde. Ja, aber dann warst du ja schon drin, Planter Inkling. Dann warst du ja schon drin, Meister. Dann sollst du ja raus. Okay, wir können ja beim nächsten Mal Regeln einführen. Man darf nur mitspielen, wenn die Namen... Oh, Vanessa, das ist eine starke Regel. Das ist eine starke Regel. Ja, aber Planter Inkling, Lukas wurde auch rausgeworfen, Bro. Er wurde auch rausgeworfen. Und Upper Red war ein bisschen länger drin vorhin. Ich habe gesagt, einmal mitspielen und dann anderen den Vortritt lassen. So auf fairer Basis. Okay, 6 haben überlebt. Okay. Okay, was heißt überlebt, ne? Die schlimme Phase beginnt gleich erst. Okay, 5 Leute sind noch da. Wie kann man mitspielen? Sobald wir eine neue Lobby eröffnen, kann man reinjoinen. Mein Name ist aber zu lang für... Ja, aber wenn du jetzt ne DDCH, also DDC Henry schreibst, dann ist ja kein Act. Dann wissen wir ja, wer gemeint ist. Okay, 5 Leute. Let's go. Planter Inkling, kein Actmeister, kein Problem. Aber dann wissen wir schon mal Bescheid. Vanessa, er braucht keinen Timeout bekommen, weil er hat sich entschuldigt. Und das ist fein. Wenn sich jemand entschuldigt, ist es cool. Sehe ich persönlich so. So, was hältst du von Hollow Knight? Plätter, okay, hast Glück gehabt. Plätter, ich hab die Kugeln abgefangen, Meister. Ich hab die Kugeln abgefangen. Mein Profilbild enthält übrigens. Ach, guck mal, ja, guck mal. Der Süßi. Ey, vielen Dank für die 5 Euro, ne? Super lieb von dir. Danke für den Support an der Stelle. Dankeschön.
Ich hab ein DDCH, Benny. Denk mal drüber nach. Okay, vier Leute haben überlebt. GD an die Leute. Nein, da wurde Chevy noch am Ende mitgenommen. Schade, Marmelade. Ja, guck mal, Selvinos Ehre. Der Ehrenname. So. Okay. MC Lord, alles easy, Maestro. Okay. Dann spielen wir jetzt wieder das Geld. Meine Liebling, es ist wirklich eine. Ich würde sagen, es ist meine Favorite Map, war ja auch irgendwo die erste. Wen würde es nehmen, Schneil oder Hübi? Ich würde beide mit ins Bett nehmen. Yeehaw, Schweinebacke. Und dann würden wir kuscheln und Netflix gucken. Alter, Kaidoa. Arigato. Kuss. Okay, einfach überleben. Ja, müssen wir nicht machen. EU-Server mit Quick-Chat, Macronic. Ich weiß nicht, wo er hingelaufen ist. Er könnte überall hingelaufen sein. Überall. Ah, Freunde. Knapp. Ich sehe echt viele Köpfe. Oh! Nein! Bitte! Ja! Nein! Nein! Geh auf den anderen! Geh, es kommen die 5 Millionen! Ey, was ist das denn? Okay, dankeschön. Alter, wie habe ich das bitte überlebt? Junge, es sind 10 Millionen Spieler, er geht nur auf mich! Los, Leute! Alle werfen sich vor! Hä? Mann, da sind 10 Leute an dir vorbeigegangen! Warum läufst du wieder hinterher? Oh Mann, oh! 5 Millionen Spieler sind da, ihr ignoriert alle! Voll Fokus! Ey! Reed. Stream-Sniper. Ich hoffe, dass es kein Stream-Sniper war. Wie gesagt, Freunde, wer Imposter wird oder Sucher, je nachdem, Real Adonis, einmal bitte Stream ausmachen. Das war ja jetzt aber echt Hardcore-Retalk. Also als ob. Das war jetzt... Ne, Chuck, Kaidoa? Das war sehr, sehr sus. Junge, da wurden aber viele Tasks gemacht. Alter Felix, was geht? Besser spät als nie, zieh mir gerade Life is Strange 2 rein. Jawohl. Alles easy, kein Problem. Ich hoffe, Liz 2 hat dir gefallen. Hä, aber Julie Jerry, die Leute haben doch irgendwelche Namen hier, oder? Man könnte, dass man zum Beispiel der Denkling ist und so benennen und ich, ja, Sabine, genau so. So haben wir es uns vorgestellt. Warum haben alle so einen langen Hals? Weil die alle, sie sind alle so wütend. Sie sind so wütend, dass sie so einen Hals haben. So einen Hals haben sie deswegen. Entweder jagt alle Crew den Verräter oder Verräter jagt die Crew. Stark. Alles klar, Felix, hauen sie rein. Und ich wünsche noch einen wunderbaren Abend, ne? Bye, bye. Ja, Benny, ihr dürft machen, was ihr wollt, ne? Okay. Oh shit, oh shit, oh shit. Was? Junge, was ist das für ein Pro-Spieler? Was? Der Junge, hat der Wallhack an? Junge, ist einfach Usain Bolt. What the fuck? Ey, da läuft doch irgendwas schief, oder? Junge, wie hat er das überlebt? How? Alles klar, Florian, ich wünsche dir eine gute Nacht und ein gutes Einschlafen. Das ist, was Manu schreibt, ne? Freunde, probiert die Welt ein bisschen positiver zu sehen. Ich weiß, es ist schwierig, definitiv, aber man kann dran arbeiten. Und Manu, danke schön für die 5 Euro. Dafür lässt es Goofy jetzt so richtig krachen. Du
Kopf, du springst auf Räder und zerfällt 10 Stücke. Vic wurde hops genommen. Aber starkes Gameplay, Alter, sehr starkes Gameplay. Ich bin Vic, erste Mugen, starkes Gameplay. Mit 5 Euro. Mein Profilbild enthält übrigens Tom. Tom, die süße Maus. Es leben noch 7, 6. Streamst du nie an einem Dienstag? Selten, sehr, sehr selten. Weil dienstags kümmere ich mich meistens um Hauptkanalaufnahmen. Schon mal Video für Mittwoch, Video für Ansguru für den Sonntag und ja. Ah, einige meinen vielleicht hat er Lags. Das kann gut sein, ne? Wie magst du mehr? Vic oder Hübi? Vic mit W mag ich sehr gerne, ja? Feier ich. Yannick, grüß dich, moin moin. Felix! Alter, danke für die Rose! Sheesh! Ja Timmy, dann nächstes Jahr. Okay, GG. War eine gute Runde. War eine gute Runde. Alright. Aber wird Zeit für die nächste Mapperino. Mira HQ. Start. So. Ich spiele auf der Switch. Ja, okay. Auf der Switch. Ah, Switch-Spieler, ich verstehe. Immer diese X- oder Y-Fragen über Streamer. Sowas wie kann man noch gar nicht beantworten. X- oder Y-Fragen? Inwiefern? Alter, Mango Leafy! Let's go. Wie lange geht's noch? Du mal gucken. Ich glaube aber tatsächlich gar nicht mehr so lange. Weil, wie gesagt, ich würde noch gerne ins Jim Reno. Zu Jimmy Neutron. Neutron. Neutronenangriff. Ach, sowas wie Vic. Ah, ja, ja, es ist. Ey, wieder an den Imposter, bitte Stream ausmachen. Don Zapp, das meinst du? Okay. Aber das würde YouTube leider nicht tolerieren. Er kann nur einen von uns bekommen. Ja! Hallo Leute. Seitenzieg-Versteck. Du meinst das Vertrauensbruch. Vertrauensbruchsversteck. Worauf spielst du? PC. Ganz simpel. Hier sieht man die Maus. PC. Halt der Maul. Ja! Es hat funktioniert! Yeah! Geil! Jetzt schön am Automaten. Wegen Blut und so. Ja, ja. Guck mal, YouTube hat letztens sogar dieses, die Chili-Bestrafung nicht toleriert. Selbst da, das wurde entmonetarisiert tatsächlich. Eine Chili-Bestrafung. Mit der Begründung, yo, unverantwortlich. Oh, Sneaky Pie wurde hops genommen. Irgendwie sieht der Imposter als Pferd noch gruseliger aus als normal. Das Übelst, ne? Weil die Bewegung so unnatürlich aussieht, ne? Du hast eine frische Brise im Gesicht. Danke, Febrés. Manu, definitiv. Autosuggestion nennt man den Vorgang. Wenn du dir selber immer wieder eine Sache einredest, übernimmst du es irgendwann ins Unterbewusstsein. Ja, und wenn du eine Sache im Unterbewusstsein verankert hast, hast du gewonnen. Zumindest wenn es eine positive Sache ist. Okay. Alles klar. Sophie, wie gesagt, ich wünsche dir morgen einen richtig, richtig guten Tag. Genieß deinen Geburtstag, ne? Bis dann. Kannst mir Tipps zu meinem Crush geben? Maxi, sei ehrlich. Lad deinen Crush irgendwo ein. Mach was mit ihr. Los geht's. Ich glaube, der Key dahinter ist, denk nicht zu viel drüber nach, mach einfach und hab eine gute Zeit. Uh-oh. Oh no. Son Goku wollte zum OP verstecken. Felix! Danke für die Rose!
Felix Yo, ist what? Ein 1 Euro und 49 Cent. Alter, ich erinnere mich sogar. Straßenbanden-Fan. Dankeschön für 60 Euro. Alter, was passiert hier heute Abend schon wieder? War lange nicht mehr da, aber ich bin zurück. Du bist immer noch der Gleiche. Du machst immer noch gute Laune. Danke dafür. Weiter so. Ey, schön, dich wiederzusehen. Ist, glaube ich, 3 Jahre her. Ich glaube, 3 Jahre so um den Dreh. Ey, vielen Dank für die großzügige Spende, ne? Das ist super lieb von dir. Danke für den Support. Holy! Einfach 60 Tacken. Heilige Makrele. Wie gesagt, das ist insane viel Geld. Vielen Dank dafür. Verrückt. Einfach nur verrückt. Dankeschön. Okay. Alter, ich fasse es nicht, dass dieses Versteck so gut funktioniert. Hilfe. Ich hoffe, dir geht's gut, ne? Was macht das Leben? Was ist dein Lieblingsgame? Mario freaking Galaxy. Okay. Jetzt wird die Meute aufgewühlt. Mal gucken. Alter, sind wir alle 6 hier? Sind alle Überlebenden hier in der Ecke? Oh oh. Okay, los geht's. Was? Wie kann das eigentlich jedes Mal sein? Ich bin unter 5 Millionen Menschen und bin immer der Erste, der ein Messer abbekommt. Das kann doch nicht sein. Oh, 2 Leute leben nur noch. Oh, bitte kommt schon. Die sinnlose in die Ecke stellen funktioniert aus irgendeinem Grund häufig. Ja, weil man als Seeker das übersieht tatsächlich. Schneller als man gucken kann. Okay. Oh, die anderen sind da in der Ecke. Oh nein, das sind die letzten 2 Überlebenden, kommt schon! Oh oh. Oh, das wird nicht gut enden. Ich glaube, das verkacken wir, oder? Komm schon. Ja! Sie haben sie aufgeteilt. Wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Fährt doof. Let's go! Alter, insane Runde. Super insane Runde. Du bist halt messerscharf. Kann man, glaube ich, so sagen, oder? Das hast du jetzt gesagt. Okay. Paulus. Auf geht's zu Paulus. Von Pferd bis Bohne. Wie ist der April-Modus? Apfel. Ich würde dem einen guten Apfel geben, tatsächlich. Ey, Freunde, 2 können nachjoinen. Wollte ich ja nur mal so sagen an der Stelle, ne? Was ist dein Lieblingscharakter von Mario? Rosalina. Ida Royalt. Die wievielte Runde? Das ist die 4. In dieser Lobby. Ich frag mich, wo der Alert bleibt, by the way. Der Superchat ist wieder ein bisschen langsamer unterwegs. Lieben wir doch. Okay. Okay. Weiter geht's. Was ist der Code? Leider zu spät. Jetzt schon full. Ninja Fox, mein Tag war hervorragend. Wie war deiner? Anti, nee, ich möchte mir jeden zweiten Samstag streamfrei nehmen, weil ich da an Projekten arbeite. Es steht aktuell viel neben YouTube an, was ich so langsam aber sicher mal voranbringen möchte. Deswegen, also ich denke, 4-mal die Woche ist immer noch voll fein zum Stream. Aber man darf ja nie vergessen, aktuell, es gibt ja den Hauptkanal, es gibt den 2-Kanal, es gibt jetzt noch den Vokalmann, es gibt den Podcast-Kanal. Bedeutet alleine das sind inzwischen, warte, David, Vokalmann. Der Umlautmann, Protein und Koffein sind 4 Kanäle, die ich aktuell manage. Dann aktuell bin ich dabei, eigene Klamotten zu machen. Da ist es im Sommer soweit. Und einen eigenen Tee tatsächlich. Das ist nochmal etwas, wo ich ausführlicher drüber reden werde, wenn es soweit ist. Ja. Plus der neue Kanal im Sommer, der kommt. Der dann in eine komplett andere Richtung gehen wird, was Content angeht. Aber da will ich nicht so viel drüber reden. Genau. Ja, deswegen sage ich jetzt jede zweite Woche statt... Alter, was ist hier los? Deswegen sage ich jetzt jede zweite Rotte... Rotte, genau. Jede zweite Woche statt 5 Streams, 4 Streams. Damit ich zum Beispiel so einen kompletten Samstag habe, um an viel zu arbeiten, direkt von morgens an. Oh. Okay. Das ist der Alert. 187 Straßenbahnen-Fan, vielen lieben Dank. What?
what's going on? 187 Straßenbande-Fan, what's going on? Dankeschön. 59,99 €. War lange nicht dich mehr da, aber ich bin zurück. Du bist immer noch der gleiche. Du machst immer gute Laune, danke dafür. Ey, vielen Dank, das weiter ist so krass. So. Das ist so krass, das zu hören, Real Talk. Vielen Dank, vielen lieben Dank. Luca, ich empfehle dir mal, wenn du die Zeit hast, guck dir mal die komplette Playlist von mir an, die komplette Let's Go 2 Playlist an. Also, ich weiß, es ist sehr viel Input, inzwischen 8 oder 9 Videos, über 20 Stunden, meine Jahresrückblicke, aber da kannst du dir meine Entwicklung angucken, denn ich bin auch damals beim ersten Let's Go 2 16 Jahre alt gewesen und ich hatte sehr ähnliche Probleme wie du. Und vielleicht könnte dir das weiterhelfen, die Let's Go 2 Playlist, meine Jahresrückblick-Videos, weil ich da sehr, 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 sehr intime Themen damals angesprochen habe. Sehr viele private Themen, die aber, ja, cool gewesen sind, dass ich sie damals ausgesprochen habe, weil ich so sehr, sehr viel verarbeitet habe. Oh, verdammt, falsche Richtung. Deswegen, ich glaube, das könnte dir weiterhelfen, tatsächlich. Also, wenn du die Zeit aufbringen möchtest. So. Okay, wir waren alle in der Schleuse, aber im Poster auch. Ja, schwierige Hase, ey. Sehr schwierig. Es leben nur noch 2 Leute. Starke Runde von einem Imposter. Sehr, sehr starke Runde vom Imposter. Tim, ich grüße dich. G-Man, einen wunderschönen... Willkommen im Stream. Guten Abend. Alter, was war das für eine Runde? Digi, 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 digi. Das war echt eine Zerberstung, Alter. Ich sag's, wie es ist. Heilige Makrele. Okay. Weiter geht's. Airship. So. Start. G-Man, hervorragend. Wie geht's dir? Start. Okay. Wie alt bist du? 24 laut Ausweis oder so. Ich bin Schiss, genau. Ich sag Tschüss. Alles klar. Hounds are rein. Okay. So, beim nächsten Mal versuche ich mein Glück mitzumachen. Ja, rein da. Zerberstung, richtig gutes Wort. Okay, wir gehen in den Flur. Und dann in den Poster. Bitte Stream ausmachen. Danke. Yeehaw! Das geht los. Ich bin Hallo. Lukas, so, ich grüße dich. Oder Lukas? Du siehst selbst nicht mal. Geil, oder? Oh, diese langen Hälse, ne? Ich werd nicht mehr. So früh. Kann man inzwischen eigentlich mit mehreren Leuten hier rein? Wie viele Runden ist das? Ich habe keine Ahnung. Meinst du insgesamt wie viele Lobbys? Nee, ich will nicht den Schmierigen machen. Ich hasse den Schmierigen. Ich werde mich nicht hier ranstellen. Ich gehe als gutes Vorbild voran. Aber wenn du wirklich 24 bist, Respekt, hätte nicht gedacht, dass du jünger bist als ich. Wie alt schätzt du mich denn? So. Anti, alles easy. Ich mach das seit Jahren. Also, gar kein Problem. Wie gesagt, also, ich würde sagen, Burnout ist eh immer eine Art von Depression, unter anderem. Und ich glaube, Burnout passiert unter anderem auch einfach, wenn du unzufrieden bist, denke ich mal. Und ich bin so, wie ich das hier handhabe, ultra glücklich. Also wie gesagt, ich genieße jeden einzelnen Tag. Alter, bei dem ersten Let's Go 2 warst du so alt wie ich, jetzt ist das schon crazy. Da sieht man auch, dass das Leben mit 16 erst richtig... Ja, eben. Also, es wird sich sehr viel in den nächsten Jahren ändern mit Chronic. Ich sag's dir, wie es ist. Auch viele Gedanken, die man früher hatte, ändern sich. Viele Ansichten nochmal. Okay, 6, 36. 12. 40. Ey! Yeah! Nein, 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 nein! Verdammte Kacke. Schade, Marmelade. Das ging schnell. Ich hätte gedacht, dass du in meinem Alter bist, alleine von der Reife her, also mehr als manche anderen im Alter. Dankeschön. Ja, man hat viel, viel erlebt, viel gesehen in den letzten Jahren, sag ich mal so. Martin auf jeden Fall. Monika, dankeschön für den Abonnement. Vielen Dank. So. Oh, oh, oh.
Welches Spiel mehr? Super Mario Maker 2 oder Super Mario 3D World? Ich glaube eher Tendenz sogar zu Mario Maker 2. Auch wenn 3D World ein grandioses Game ist. Kann man nicht anders sagen. Okay. Ja, Manu, let's go. Road to 28. Okay, es leben noch vier. Vier Leute. Vier Leutis sind am Turn-Uppen. Hast du einen Bruder und eine Schwester? Beides, ja. Also Halbbruder und Halbschwester. Und mein Bruder ist aktuell sogar hier in Deutschland. Frisch aus der Ukraine tatsächlich. So. Hallo David, was muss in deinem Stream passieren, damit du richtig salzig werden willst? Ach doch, Hidden Frame. Es gab schon salzige Streams, hundertprozentig. Ein paar salzige Streams gab es hundertprozentig. So. Okay. 3, 4, 3, 2, 1. Let's go. So, vier Leute leben noch. Here we go. Ich sag nur Mario Maker. Quatsch, Mario Maker ist immer entspannt. Kapi. Capoeira. Mario Maker sind noch die entspanntesten Streams. Oh man. So, was für. Alter, wo sind die? Ich will mal ganz kurz gucken. Oh, was wird das. Oh nein, Karl! Karl wurde getötet! Karl! Ich glaube aber, dass jemand runtergeschlittert, ne, an der Leiter. Ah ne, ist ein Geist. Afrikaner, du, es kommt dir nur wieder mal vor, dass ich Nachrichten nicht sehe. No Karl, RIP. Oh man. Egal, Meister, du hast dich gut geschlagen. So, mal gucken, was wird, was wird. Drei, eins, let's go. Mal gucken, was wird, was wird. Das heißt auch einen Sieg und nicht Halt und Lauf sinnlos durch die Gegend. Ja, warum? War doch gut, oder nicht? Okay, ich glaube, es waren dann wieder 5 Runden, ne? Airship. The Fungal. Okay. Ich hab dafür letzte Runde gewonnen. GG an den Sieger. Ja, es war eine sehr, sehr gute Runde. Muss man mal so sagen an der Stelle, ne? So, wurden auch alle mit Karl daher. Warte, was? Wie bei uns in Österreich, der neue Kanzler gewählt wurde, sind auch alle mit Karl dahergekommen. Karl! Ist aber auch echt ein gutes Meme, ne? Ist aber auch Real Talk ein gutes Meme. So, alright. Zurück zum Spiel, beziehungsweise Spiel verlassen. Da machen wir mal eine neue Lobby auf ganz süßer Basis. The Fungal. Okay. Freunde, neuer Code wird reingespammt. Oder gepackt. Whatever. Ich hoffe, ihr seid ready. An alle, die schon dabei waren, bitte lasst anderen den Vortritt. Dankeschön. So, ich habe stundenlang diese Videos geschaut. Es war schon Legende. Also ich war sehr jung, als das rauskam, aber es war sehr funny. Okay, so, ein paar Leute sind hier rein auf ganz süßer Basis. Ich kann aktuell auch viele neue Namen erkennen. Okay. Okay, Uwe, Vanessa, bla 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 bla. Das sieht gut aus. Alright, Freunde, neue Runde, neues Glück. The Fungal. Starten wir mal, ne? Gucken mal, was wird. Was wird? Dieses schnell reinjoinen bin ich zu alt für. G-Man, wir werden demnächst mal auf Twitch das ausstreamen. Da hat man auf jeden Fall eine einfachere Möglichkeit, glaube ich. Da sind die Leute nicht so erpischt. Erpischt, genau. Geaimt darauf. Die Frage ist, welchen Namen Franz jetzt hat. Nein, nein. ApoRed aka Franz hat gelernt. So. Na, und das, was Martin schreibt, Freunde, richtig und wichtig. Und natürlich, wie immer, an den Imposter, bitte den Stream ausmachen. Thank you so much. Hallo, riesiger Hals. Ich grüße Sie. Boah. Alter, wenn diese Dinger Halsschmerzen bekommen, das muss doch der Tod sein. Das muss doch Real Talk der Tod sein.
Oh, hat hier jemand unten gechillt? Er ist hier unten. Egal. Aber kein Problem. Aber kein Problem. So, auf Twitch sind sogar weniger. Eben. Ne? Einige haben keinen Twitch und so. Deswegen. Also auf Twitch hat man eine gute Chance. Mina, hallihallo. Boah, was ist das wieder für ein Massaker? Das Texas Chainsaw Massaker. Mann, der Cooldown! Junge! Geil! Das war knapp. Okay. In Ordnung. Alter, Bagma ist eine April, ein April-Update. So April-April-mäßig. Junge, sind hier viele Leichen, Alter. Okay. So, nur noch morgen 10,5 Stunden Dienst und dann Urlaub. Jawoll. Manu, wie lange hast du denn Urlaub? Geil. GG. Schon mal guten Start in Urlaub, sag ich mal. Halsschmerzen, ja, aber dafür können die auch... Schöne Grüße an Peter Froster. Junge, knappe Kiste. Jodlihihu. Ah, nee, komm mal. Freunde, hört mal auf zu campen an den Leitern. Das ist wack. 9 Tage, ja, entspannter Hase. Sehr, sehr nice. Nee. Gibt's noch Feiertage im April? Ich glaube nicht. Mai ist wieder so, Feiertagsfarming. Der Langhals Larry. So. Robert, tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Tatsächlich. Nein, jetzt ist Spick gedrückt. Shit. Ein Tag nach Feiertag. Ach, den hast du am 2. Mai. Oder? Schade. Die an den Leitern campen werden auch gekickt. Ja, eigentlich schon. So, Freunde, campt doch nicht. Das ist das Wack. Wenn wir da jemanden erwischen, wird er rausgeschmissen. Ah, schwierig, ey. Kommt irgendwann wieder Mario Odyssey Hide and Seek oder ist das out? Gut, dass du das fragst. Hallo, lieber Zuschauer. Danke, dass du diese Frage stellst. Leider kann ich die Frage nicht beantworten, aber mich würde es mega freuen, wenn du bei Hübi vorbeischaust. Denn bei dieser Frage musst du Hübi fragen. Immer wieder schön, der Soundeffekt. Lul. Weg, ich habe schon mal von diesem Spiel gehört. Kannst du mir mehr über dieses Spiel erzählen? Ey, King Warden, bitte nicht spammen, ne? Dankeschön. So, einmal 6 Stück. Hey, David war gerade in der Lobby und war jetzt letztens Imposter. Ich bin super glücklich, dass ich reingekommen bin und noch in der letzten Runde Imposter war. Sehr, sehr geil. Ey, Leon, danke fürs Mitspielen. War eine spaßige Runde, Meister. Okay, 6 Leute sind schön ausgewichen. Schön ausgewichen. Mach mal einen Mailbox-Sound. Goblin wird eigentlich Zeit dafür, oder? Read. Alter Manu, let's go. Mein Dad ist auch riesiger Schlager-Fan tatsächlich. Auch Florian Silbereisen. Ist ja so. Oh no! Oh oh oh! Die Schlager-Elite. Mit Roast wurde geroastet. Okay. G-Man, sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Also tatsächlich. Ist dieses Jahr ein großer Fokus der neue Kanal, der in... ein bis zwei Monaten startet. Freunde, GG! Geil, weiter geht's! Wir haben überlebt, aber so eine gemeine Map.
Dafür wird der Imposter jetzt gutes Spiel haben auf der nächsten Map, würde ich mal so behaupten. Let's go. Okay. War ein Teaser. Naja, Martin, in 10 Tagen ist der erste Dreh. Alter, Paul Wanted. Let's go. Wann denkst du, kommt ein neues 3D-Mario raus? Mit der Switch 2. Mit der Switch 2. Alter, hier ist ein Schwein. Wild. So, ne, wieder an den Imposter. Bitte Stream ausmachen. Oder Pause, whatever. Dankeschön. Dankeschön. Außer den einen Teaser mit einem gewissen Müller. Gewissen Müller? Inwiefern gewissen Müller? Verdammt, das können doch nicht alle hier rumschimmeln, oder? Freunde, schimmeln nicht alle auf derselben Stelle rum. Oh, Manu, krass. Also ich persönlich könnte, glaube ich, never in Berlin City leben. Ist mir einfach zu viel Trubel. Ich mag die Ruhe sehr gerne. So. Okay. Ich denke jedes Mal, es klappt irgendwie. Warum klappt es bei den anderen immer und bei mir nicht? Schade. So, kannst du mal wieder mit Hübi zocken? Das passiert andauernd. Meister, komm mal auf Twitch vorbei. Da zocken wir aktuell auch Elden Ring auf ganz süßer Basis. Und jetzt sitzt er hier mit Jetzt sitze ich hier. Oh, Lars, was ist mit dem Was ist passiert, dass du den Finger geprellt hast? Also, meinen Fingern geht es nach dem Stream? Ging es echt gut? Sind das Giraffen? Es kann alles sein. Es können Giraffen sein, prinzipiell, ja. Guck mal, da ist ja die Giraffe. Geil. Kinder, Bespaßung vorbei. Jetzt wird der Stream geschaut. Jawohl, welcome back. Du kommst zur perfekten Abschlachtung. Oh no, Vanessa. Oh, der Ping. Ping ist immer eine gemeine Sache bei solchen Spielen. Ich habe auch keine Ahnung, womit so ein Ping zusammenhängt. Ping-Pong, ha. Ha, lul. Okay. Bin leider rausgeflogen. Oh, man. Warum passiert das so vielen? Das ist ärgerlich, ey. Das ist sehr ärgerlich. I'm sorry. Vielleicht könnt ihr noch mal rein? Eventuell? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick. Meerrettich ist auch kein Instrument. Geil. Es sieht so cursed aus, wie die rumlaufen, ne? Ich sag's, wie es ist, es sieht so cursed aus. Nein, hey, bitte verfolgen. Danke. Ich brauche dann wieder den Code. Auf Sneaky Meeky. Oh, da hat mir was reingeschrieben. Der, ja, komm, Tautkoffer, was soll denn der Müll? So. Alles klar, Luca. Ich wünsche eine gute Nacht, ne? Schlaf gut, Meister. So. Euer Synchronsprecher. Okay, drei Leute leben noch. Oh, 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 ja, ja. Was? Natürlich. Ihn sieht er jetzt nicht. Das ist so ein Witz. Wie kriegen das andere immer hin? Bum. Baby, bum. Bum. Bim. Baby, bim. Bim. Oh, oh. Helmut. Okay, 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 okay. Christina, ich wünsche dir eine wunderbare Nacht. John, ich vergesse es jedes Mal. Irgendwann, irgendwann werde ich dran denken, Maestro. Eines Tages. So, haben momentan in der Schule Schwimmen am Startsprung gemacht und mit niemandem neben dir geknallt, weil sie gerade in ihr Beine hatte. Oh, ärgerlich. Aber gut, Sport ist Mord, sagt man so schön, ne? Genau wegen solchen Sachen. Ah, schade. Ey, gute Besserung, Meister, ne? Gute Besserung. Aber gehört leider irgendwo zum Sport dazu.
Okay. Jerome, moin moin. Oh, es lebt nur noch einer. Ich will aber nicht leaken. Oh, wo will... Ah, nein! Oh, starke Runde. Aber genau das meine ich. Also auf der Map hat man als Imposter in Anführungszeichen relativ leichtes Spiel, ne? Alright. Drei Leute können noch rein. Einer kann noch rein. Oh, süß. Bam, let's go. Wir sind wieder vollständig. Sophie, let's go. Rein in die Masse. Okay, GG. Ich sende gleich mein Level ein. Ich bitte nicht. Bitte nicht. Heute nicht. Oh nein, habe ich die Map gewechselt? Ich habe die Map, glaube ich, nicht gewechselt, ne? So, Freunde. Verdammt, verdammt, es hat geklingelt. Oh, oh. Ey, Leute, könnt ihr mich einmal bitte nicht töten? Danke. Ich hab doch bitte gesagt. Oh man, ich hab doch bitte gesagt. Ah. Bei mir ist jemand aus der Uni geflogen, weil er im Anatomiekurs einfach TikToks von... Boah, das ist ohne Scheiß, ne? Real Talk. TikTok ist teilweise so Schmutz wegen solchen Sachen. Ich habe auch schon super viel gesehen, solche Skandal-TikToks quasi, wo ja beispielsweise jemand bei der Arbeit, Ärzte, so ne, Krankenhelfer, Helferinnen, ne, einfach so sich selber so ein TikTok-Livestream gemacht hat und währenddessen einfach so Kundendaten rausgegeben haben, wo ich mir auch so denke, what the fuck. Also, Real Talk, richtig schlimm sowas. Also, ich weiß auch nicht. Also klar, dass man wegen sowas von der Uni fliegt. WTF. Alter Vandal, ich grüße dich. Moin moin. Hallo. Welcome to the stream. So, könnt ihr mich bitte nicht töten? Danke, du warst literally der erste Kill. Naja, machst du nix. Ich war auch dabei. So. Alter, Shane Lucy, leider ist das Wetter auch Müll. Also, so langsam aber sicher würde ich mir echt den Frühling wünschen. Das wäre cool. So, ich verabschiede mich mal, war ein sehr geiler und lustiger Stream, wie immer. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaf schön und einen schönen Reststream. Alles klar. Julia, ne? Bis dann, hauen Sie rein und bis zum nächsten Mal. Freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Bye, bye. TikTok gehört einfach gelöscht. Ja, oder halt besser gemanagt einfach, ne? Besser gemanagt. Bei mir werden es Samstag 24 Grad. Jawohl. Kein Problem. Okay, so. Fünf Leute. Das hat gerade, by the way, nochmal geklingelt, deswegen. So, 1,45. Luigi oder war Luigi? Ja, Luigi. Luigi ist schon Main. Aber war Luigi ist auch gut. War Luigi. War Luigi. Legende. Anton Peter wurde hops genommen. Leute sind reingejoint, die nicht reingehören. Okay. Aber ich glaube jetzt, ich glaube, viele haben schon mitgespielt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, in der Runde sind es eh nur noch zwei, ne? Also TikTok macht so eine Scheiße, aber man darf auch nicht vergessen, dass die meisten Reels und YouTube-Shows eigentlich TikTok sind. Ja, ja. Also es muss halt besser gemanagt werden, dass solche Dinge direkt gelöscht werden. Ja, Vandal, das ist, glaube ich, das europäische Problem, ne? Oh, shit. Okay. Sind die Drogendealer? Nee, nee, nee. Drogendealer sind noch nicht am Start. Oh, shit. Lauf, 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 lauf. Kartoffelsack, lauf! Oh, Spot Funny wurde hops genommen. Ja, die Map ist ekelhaft dafür. Die Map ist richtig widerlich. Vier bis zehn Stunden pro Tag, Alter. Ey, aber sehr, sehr geil, dass du keine TikTok mehr schaust. Guck mal, das ist auch so eine Sache. Da müssten Schulen auf jeden Fall irgendwann mal Aufklärung betreiben. Alter. GD Profi, Dankeschön für ein Abo. Da müssten Schulen irgendwann mal Aufklärung betreiben, was das mit der Aufmerksamkeitsspanne macht, ne?
ist irgendwo meiner Meinung nach die Aufgabe von Schulen, so über solche Themen aufzuklären. Oh nein, der Bär. Ja, der Bär hat sich gerettet. Manu, danke nochmal für 5 Euro. Muss mich leider auch verabschieden, hat morgen um 7 Dienst beginnen. Wünsche dir eine gute Nacht, süße Träume und schlaf gut. Manu, vielen Dank für den fetten Support, ne? Dann, viel Erfolg morgen bei der letzten Schicht vorm Urlaub. Genieß den Urlaub schon mal. Hab einen guten Start und eine gute letzte Schicht morgen, ne? Vielen Dank. Dankeschön. So, und Draconian, wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Oh, oh. Eine Person ist noch am Leben. Ja, G-Man ist schon irgendwo schade. Also, ja, ich kann es nachvollziehen, aber eigentlich ist es cool, dass es Maps für alle gibt, ne? Was hältst du vom schwarzen Humor? Ich muss ehrlich sagen, wenn es schwarzer Humor nicht zu extrem ist, finde ich es gut. Weil ich finde es gut, Witz zu machen, ne? Wenn es jetzt nicht auf einzelne Personen geht, sondern einfach irgendwo, guck mal. Damit ihr mich nicht falsch versteht, sowas wird ja immer sehr, sehr gerne aus dem Kontext gerissen, ne? Erstmal GG, wir haben es überlebt. Alter, let's go. Starke Leistung am Ende, heilige. Guck mal, wisst ihr, was ich schlimm finde? Wenn man über gewisse Leute keine Witze bringt, weil ich finde, erst dann ist es tatsächlich Ausgrenzung. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, ich mach über Bevölkerungsgruppe XY keine Witze, das ist für mich irgendwo Ausgrenzung. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man über alle Witze macht, aber über eine Gruppe nicht. Und deswegen ist es immer, also, heutzutage wird ja alles weggecancelt, ne? So, keine Ahnung. Was? Guck mal, zum Beispiel, wenn man das Wort nicht out of context reißen, bitte. Wenn ich zum Beispiel sage, Judentum oder Juden ist eine Religion. Aber bei uns haben wir immer ein bisschen, ich will nicht sagen, diesen Schrecken, wenn man das Wort sagt. Aber viele zittern von diesem Wort so mäßig, obwohl das eine Religion ist. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt irgendwo schwierig. Sehr sensibles Thema tatsächlich für ganz, ganz viele. Aber wie gesagt, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ey, ich mache über eine gewisse Gruppe keine Witze, grenze ich eine gewisse Gruppe so aus. Ne? Ich mache zum Beispiel sehr gerne auch Witze über mich. Ne? Keine Ahnung, über Deutsche kann man super gute Witze machen, beispielsweise. Deswegen. So, Mira HQ, why du geht's? Deswegen, also schwarzer Humor finde ich irgendwo cool. Es gibt auch da Grenzen, wo ich sage, ey, ist zu krass. Aber im Allgemeinen würde ich es nicht verteufeln. Real Talk auf jeden Fall. Danke, Vandal. Nee, aber ich finde es einfach wichtig, sowas zu sagen. Definitiv. So. Aber es gibt auch beim schwarzen Humor irgendwo krasse Grenzen, wo man sagen muss, okay, reicht dann, ne? Safe. Alles, was mit Tod und Verderben zu tun hat, würde ich sagen. Okay. So ein geiler Soundeffekt. So ein sehr, sehr geiler Soundeffekt. Kindly Band. Okay, Standardstrategie. An den Imposter wieder Stream ausmachen. Danke. Eine Bevorzugung einer Gruppe ist auch eine Art Diskriminierung. Man reduziert einen Menschen auf eine Gruppe. Ja, eben. Und Mensch ist Mensch am Ende des Tages. Mensch ist Mensch. Rami, nee. Also, wenn es nicht aufhört, boah, vielleicht in die Notaufnahme, je nachdem, wie stark das am Ende des Tages ist. Ich weiß nicht, ob ich googeln würde. Google ist immer schwierig, wenn sowas passiert. Dorfdeppen, ja. Aber, jetzt muss ich leider das Aber sagen an der Stelle. TikTok-Follower sind leider... Und das will ich nicht runterreden, das ist eine sehr, sehr krasse Leistung von 780k sind leider nicht so viel wert, weil auf TikTok haben die Leute super viele Follower oder folgen vielen Leuten. Man muss es schaffen, das ist die Kunst hinter TikTok, Leute für sich zu gewinnen. Das ist tatsächlich die Kunst von TikTok am Ende des Tages. Na, wenn du es schaffst, die Reichweite für was Cooles zu nutzen. Okay. Weil wie gesagt, also ich glaube, die wenigsten Leute erinnern sich an Kurzvideos, die sie gesehen haben. Keine Ahnung, wenn zum Beispiel jemand eine Stunde pro Tag auf TikTok verbringt, ich glaube, der kann mir vielleicht ein Video nennen, was er genannt, gesehen hat, aber mehr nicht. Manu, danke schön! Ich bin cringe, was denn Scheiß? Du steckst mir deinen Money in den Rachen?
ärgerlich. Lässt es Goofy jetzt sehr so ärgerlich. Krachen. Pluto springt auf Hater und zerfährt sie in Stücke, da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke. Tick, Trick und Track sind noch voll auf den Sack. Du bist eine Ente, wie Donald Duck. Mick 5 Euro. Muss mich leider auch verabschieden, habe morgen um 7 Dienstbeginn, wünsche euch eine gute Nacht, süße Träume und schlaft gut. Manu, vielen Dank. TikTok Fame so relevant wie man. Ja, wann da. Also, wie gesagt, man muss es smart anstellen, tatsächlich. Weil, der dritte Kanal, das kann ich ja schon mal spoilern, wird nicht mit langen Videos beginnen. Der wird erstmal mit Kurzvideos beginnen. Mit TikToks und Shorts tatsächlich. Den wir planen. Klingt das mal gewagt? Aber nur so kann man einen kompletten Kanal von null auf erstmal aufbauen. Tatsächlich. So. Wenn man es gut macht. Das ist die Kunst dahinter. Okay. Und Manu, ne? Nochmal viel lieben Dank. So, das Leben noch 5. Ja, ich weiß, Alerts zu laut, sorry, aber Alerts müssen ballern. Haben die nicht reingelassen, nur weil er aus Syrien kam. Er war edel gekleidet und die Türsteher meinten, ja, das ist, sonst habt ihr auch solche Sachen, ne? Und das ist halt so ärgerlich. Ich hatte es auch schon von vielen Freunden von mir gehört, die halt südländisch angehaucht sind, dass es wirklich häufiger vorkommt, dass sie einfach nicht in den Club gelassen werden, ne? Und das macht mich voll wütend. Das finde ich richtig scheiße, wirklich. Also wenn ich dabei wäre, würde ich mit einem Türsteher auch diskutieren. Und das wirklich, also damals habe ich mehrere Geschichten gehört von Kollegen, die halt südländisch angehaucht sind, die nicht in den Club gekommen sind. So. Nee, nicht falsch verstehen. Ich liebe Kurzvideos auf TikTok, die Community. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Man muss differenzieren, sagen wir es so. Nico, ich grüße dich. Hallo. Alles klar. Lars, sehr, sehr gerne und ich wünsche noch einen richtig geilen Abend, Maestro. Hau rein. So. So, 4 Leute noch. Was war der Code nochmal? Code? Bam. Oh shit. Vorsicht, 3 Leute. Sieht eigentlich gut aus. Könnte man meinen. So wie Bitcoin. Bitcoin, ja. Yeah. Let's go. Keiner da. Wo? Oh. Zwei, ne? Wo sind die? Oh, ja. Easy run. Schafft er nicht mehr rüber. Da fehlt leider die Zeit. Let's go. Hast du schon gewonnen? Als Haider ja, als Sika nicht, nein. Bin schon gewendet, als ich gestorben bin. Ich habe keine Ahnung. Manchmal passieren sehr, sehr ominöse Dinge in diesem Game. Okay, let's go. Polos. Rein da. Okay. Ich gehe, also, warte mal. Hey David, ich muss ehrlich sein, als jemand verlassen, dann bin ich gejoined. Leon, alles easy, ne? Cool, dass du dich entschuldigt hast dafür, ne? Aber wie gesagt, alles easy. Alles klar, Luca, sehr, sehr schön. Das freut mich, ne? Weiter so machen. Weiter so, Meister. Immer positiv denken. Ja, safe, bin selber halber Türke und sehe nach 100% Türke aus und komme mir auch manchmal anhören von wegen, du bist so sportlich angezogen. Ja, es ist... Ja, Vandal. Und das ist halt ultra ärgerlich, ne? Also, es ist sportlich angezogen, what the fuck. Bro, teilweise gehe ich mit SpongeBob-Hemd in den Club. Also, come on. Ja, und das ist halt, das macht mich wütend. Das macht mich Real Talk wütend. Aber wie gesagt, Bro, ich hoffe, du hast nicht allzu viele Erfahrungen in dem Stile gemacht. Okay. Bin zum Glück eh nicht ein Nachtmensch, deswegen gehe ich nicht in den Disco. Ja, du, ich gehe. Wann war ich das letzte Mal im Club? Im Dezember. Wo auch die Stalker-Geschichte. Habe ich die jemals erzählt? Ich glaube, die Story habe ich. Habe ich die Stalker? Ich glaube, in einem Poddy, ne? In einem Poddy habe ich die Geschichte erzählt. So. Gerettet. Wir sind gerettet, hast du erzählt. Okay, perfekt. Genau, das war der Abend. Da war ich das letzte Mal im Club. Hallo.
Florian, genau die Story war's. Okay. Was ist dein Lieblingsfilm? Alter, Florian, welcome back. Ich würde sagen, inzwischen Wolf of Wall Street. Für das SpongeBob-Hemd haben wir sogar alle einen aufs Haus bekommen. Ey, das war so geil. Ich kam mit dem SpongeBob-Hemd in den Club und dann einfach der Veranstalter des Clubs kommt auf mich zu, voll am Lachen. Und er so, Bro, was ist das für ein geiles Hemd? Und hat uns erstmal einen aufs Haus gegeben. Das war richtig krass. Der hat mein Hemd richtig gefeiert. So. Deswegen, Freunde, einfach auffallen. Einfach auffallen. Mit Baby Shark T-Shirt. Ich würde es tun. Ich würde mit so einem Shirt in den Club gehen. Ich würde es rocken. Ich hätte voll Bock darauf. So. Stehe in dir. Danke, Daniela. Dankeschön. So. Aber nee, oft hatte ich es zum Glück nicht. Okay. Ja, aber dass du das generell überhaupt erleben musstest, ne? Lächerlich, wirklich. Roblox-Shirt, klar. Ich will doch Fortnite-T-Shirt. Hä? Ey, ich würde so gerne mit Fortnite-T-Shirt in den Club. Boah, ich könnte euch ja jetzt was zum dritten Kanal erzählen. Das tue ich aber nicht. Aber denk mal drüber nach, warum ich bei solchen Sachen, die wir gerade geredet haben, ne, an sowas denken musste. Das ist ein kleiner Tipp. Ja, Bella, das Ding ist halt vor allem die ältere Generation, die ist ja wirklich noch komplett anders aufgewachsen. Also vor allem viele ältere Personen haben immer noch diesen Rassismus leider in sich drin, ne, weil die so aufgewachsen sind. Und das kriegst du dann leider schwer raus in dem Alter, ne? Klar, gibt auch die Ausnahmen, gibt natürlich Leute, die anders sind, definitiv. Aber auch einige ältere Leute erlebt, die halt so denken. So, Broski, bin so ein Mensch, gibt. Ja, okay, easy, easy. Ja, du bist ein Vandal, du bist ein Macher, kein Lacher. Was ist das hier? Achso, ich kann das nutzen. Cool. Es liegt an euch, es besser zu machen als die ältere Generation. Ich meine, ich wohne in Hamburg. Ich bin den Umgang mit allen möglichen Menschen gewohnt, aber erzähl das mal irgendwelchen Dorffotos. Ey, safe, der Schulz, ich liebe Hamburg, weil in Hamburg hast du so... Hamburg ist so bunt. Hamburg, Alter, Kiez, das ist so bunt, was da für Leute rumlaufen. Ich liebe es. Du hast da alle Leute und es wirkt einfach so cool, ne, wie da alle rumlaufen. Das ist so nice, safe. Safe Call. Na, wie du schon sagst, liegt an der neuen Generation. Aber da geben wir uns irgendwie Mühe. Verdammt. War klar. Es war klar. Am Ende ist immer ärgerlich, wenn man denen in die Hände läuft. So. Letzte Nachricht. Meister, ich glaube nicht mehr, Lukas. Ich glaube nicht mehr. Nicht nur Kiez, auch Schanze oder eben die vermeintlich gefährlichen Orte wie Billstedt. Keine Ahnung, ich war da noch nie. Ist harmlos. Okay, also ich war da noch nie. Deswegen kann ich dazu wenig sagen. Aber wenn das so ist, geil. Sehr, sehr geil. Alright. Ja, be creative. Das ist so, ne? Vor allem in dem Alter, wo du viel aufsaugst. So, 11, 10, 2 Leute leben. Ja, easy, easy. Kein Act. Ja, kein Act. Das wird easy. Oh, oh, oh. Oh, gecarried. Er hat gecarried. Stritch. X-Stritch, ne? Alter, GG. Das war richtig strong am Ende. Alter, einer hat überlebt. Okay. Nice. Aber, Freunde der Sonne, ich glaube, die Zeit ist fortgeschritten. Das war richtig knapp am Ende. Das war richtig, richtig knapp. Noch ein bisschen Malochen. Alles klar, Vandal. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Malochenmeister. Ne? Denk dran, Macher, kein Lacher. Yes, war ein sehr, sehr geiler Abend. Aber so langsam muss ich den Schuh machen, weil ich will mir noch eine Kleinigkeit vom Gym reinpfeifen auf ganz süßer Basis. Von daher kann ich wie immer sagen, danke für den fetten Support. Es war ein richtig, richtig cooler Abend. Ich glaube, wir hatten auch sehr coole Talks zwischendrin. Ich hoffe, dass man ein bisschen was mitnehmen konnte. Naja, spiele ich AC weiter. Vanessa, viel Erfolg und viel Spaß, ne? Auf süß. Be creative. Habt eine gute Nacht. Schade, war aber schön. Das freut mich doch, Urgel. Das freut mich mega zu lesen. Schlaf gut, ihr Lieben. Julie, du auch. Wie gesagt, es war mir wie immer eine Ehre, für euch zu streamen. Voll cool.
Und ja, habt einen geilen Abend. Habt einen guten Start ins Wochenende. Live sehen wir uns das nächste Mal Sonntag auf Twitch. Aber morgen kommt ein neues Hauptkanal-Video. Von daher, Freunde, wir sehen uns. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Cheerio. An Leon, Markus, Martin, Florian, Gustav, Son Goku, John, Sophie, Mr. PDV, Timmy, Sand, Sebi, Big J, Arian, Julie, Yassin und natürlich an alle anderen, Manu McChronic, Big J. Hauen Sie rein, ne? Bye, bye. Und noch einmal zum Schluss auf süß. Haut rein. Willkommen im Stream, jetzt geht's ab wie eine Lawine. David mit Umlaut am Start wie eine Startlinie. Live auf YouTube, ich schau einfach nur zu. Circa 3 Stunden lang wird gezockt, so wie Dartspiele. David Beck wie Rücken auf Englisch. Was der Typ macht, ist schon fast nicht mehr menschlich. Der Rickler leckt an seiner Ruxwurst und gönnt sich die Ruxwurst, als wär sie ein knackiges Sandwich. Hier kommt der King wie Mufasa und Simba. Rickler, cooler als wie Wasser im Winter. Sitzt nachts im Zimmer, spielt Cuphead wie ein Blinder und rickelt die ganzen Sim-Queens krass um den Finger. Es ist der einzig wahre Abas aus der Rotze-Gruppe. Kann zwar nicht rappen oder singen, doch macht trotzdem Mucke. Oh, aua, David ist sauer. Junge, du baust Glumanda, nicht die chinesische Mauer. Zu Rillt für YouTube wie Dom Tento auf Speed, trägt den Anzug im Stream für den Flex aus Prinzip. Heute ist ein guter Tag, David geht live, spielt die Copyright-Musik, es gibt trotzdem kein Strike. Unfassbar nice, Junge, noch ein Vergleich und ich geb dir den Like. Wie ein Typ, der was liked, sag mal, spürt ihr den Hype? SSD zu dem Umlaut und die Abonnenten wachsen weiter wie Unkraut. Ach, wir übernehmen das ganze Land, Rickler. Legt euch lieber nicht mit uns an, Rickler. Werfen alle aus unserer Bahn, Rickler. Dafür stehen wir mit unserem Namen, Rickler. Du Versager hast keinen Umlaut im Namen, dann musst du der Umlautgänger sofort Schutzgeld bezahlen. Wir sind im Start und es geht rund wie in einem Kreisverkehr. Das Wettet macht es süchtig wie der Stoff von Heisenberg. Techniker B mal wieder lost, so wie Fundsachen. Wenn die Technik nicht läuft und die Geräte nur rumspacken, kann der David keine Kunst machen und ist deswegen schon geladen wie Schusswaffen. Jetzt wird's wild wie in der gottverdammten Wildnis. Alles wird gut, solange du real bist. Wenn andere denken, dass wir leicht haben, die sich getäuscht. Denn du musst auch real sein, wenn der Stream nicht mehr läuft. Ciao. Ciao. Ha ha ha!